Herzlich willkommen im Kings Casino. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cash Kings aus dem Kings in Roswadorf. Mein Name ist Gunter Sossner. Ich begrüße euch hier herzlich zu dieser heutigen Cash Game Session, die wir haben mit Blinds 5-10. No Limit Hold'em wird gespielt heute. Minimumauflage 1000 Euro hier am Tisch. Und wir haben eine ganz interessante Besetzung heute wieder hier für euch zusammengestellt. Es sind sicher. Good luck, everybody. Jetzt sind wir auch direkt beim Tisch. Good decision. Gelandet, ihr hört den Table Talk und das Geklacker im Hintergrund. Das ist die Mischmaschine, die habt ihr rechts und im Bild. Die da immer mit einem Geräusch, wie ein Vorschlag, kann man diese Karten durch zwei durchmischen. Ganz normales Gerät hier bei uns. Bei Cash Games. 30. Ruhiger Kong. Ruhiger Kong. Stärker Kong. Englisch. So, war eine kurze Unterbrechung. Entschuldigt bitte, hier kommt noch der Co-Kommentator mit dazu. Heute haben wir dabei den Sven, DJ Babylonian, erinnert euch, aus Hamburg. Experte für No-Limit Hold'em. Und heute hier bei uns an der Seite. Und da sehen wir ja schon eine ganz interessante Konstellation. Danielson 4, 7, 6 auf dem Board, 2 Herzen. Und Danielson floppt das Top-Pair mit 2 Herzen, 8, 7 hat er in der Hand. Allerdings hier auch 7 Under, gleich die Straße gefloppt. Hamudi, der Miami Guy und auch der Big SMD, die werden da nicht mehr in der Hand bleiben. Vielleicht mit dem Gutshot der Big, aber kann ich mir nicht richtig vorstellen, aber es wird zu einer großen Konfrontation kommen, da bin ich mir sicher. Die Straße von 7 Under gegen Topper und Flush Draw von Danielson. Ja, der Blick geht auch raus. Du fährst. Komm. Das ist nicht geil. Komm. Danielson zahlt jetzt das Race von 7 Under nach. So wie es aussieht. Jo. Am Board. Das verändert erstmal soweit nichts. Und der 7 Under, der wird da weiter anspielen. 325. Natürlich mit vielen Möglichkeiten, hier tatsächlich noch die bessere Hand zu machen. Und ob er jetzt den 7 Under eine so starke Hand zubelegt, bin ich mir nicht ganz sicher. Er wird ihm sicherlich da etwas geben und durchaus ja auch möglich, dass er mit einem Overpair zum Flop unterwegs gewesen ist. Also ein paar Achter, ein paar Neuner, ein paar Zehner. Auch wenn der Danielson dort an der 8 selber noch blockt. Der bleibt also dabei. Die Dame verändert jetzt nichts mehr und sollte jetzt 7 Under anspielen. Wovon ich einfach ausgehe, dass er da weiter battelt, dann wird Danielson dort an dieser Stelle aussteigen, weil er einfach nichts bekommen hat, mit dem er weiter spielen könnte. Also sprich, die 7 reicht nicht aus, er muss dem einfach eine starke Hand geben und ist dann aus dem Rennen. So, haben wir. Ja, ich brand vorher, weil die haben da ein Problem. Ich meine, ich habe auch kommentiert, aber wenn der dabei ist, ist immer nur
das knifflig die Situation gewesen. Und 7 Under über die Straße gefloppt hat. Gewinnt jetzt auch diesen Rennen. Schöner Pop für ihn gleich zum Auftakt hier bei Cash Kings. Und hier kommt ja auch schon der Blick auf die Stacks. 1000 ist ja das 1000 Euro das Minimum und ihr seht, der Mann steht auf der 5 und auch 7 Under, die hatten jeweils 2000 Euro mitgebracht. Die anderen Spieler mit 1000er unterwegs und Nicholson jetzt deutlich hinten, also auf sein Stack gesehen, hat jetzt also noch rund 400 vor sich stehen. Neben ihm Il Presidente, den kennen wir schon, der Italiener, dann eben dann Dämmer eben gleich mit einem K aufgezogen. Hamoudi ist dabei, Manfred auf der 5, Sascha auf Position 6 und 7, 7 Under kennen wir schon, Big SMD auf Position 8. Jetzt Dennis ist natürlich in einer interessanten Situation. Er bekommt die Jacks. Geht denn da auch gleich rein? Aber er bekommt keine Kundschaft. Na, er greift da richtig an und da könnte man natürlich schon ein bisschen davon ausgehen. Ja, im Moment nach der Hand ist er vielleicht so ein bisschen auf Tilt. Aber da geht keiner drauf ein. Er gewinnt hier den Port ganz sicher. Ohne das großartig ist, was passiert. Super. Jetzt entscheiden, ob er mit ein paar Zweien callt und das macht er auch. Und der Manfred hatte mit dem paar Achtern bezahlt. Interessante Konstellation, sollte eben halt jetzt hier eventuell ein Treffer kommen. Jetzt wieder tolle Konstellation und 7 Under jetzt in der 7 Under in der Situation mit dem Flush-Draw und dem Gutshot zur Straße. Sascha, nur ein paar Zweier, der wird aussteigen, egal was da passiert. Und Manfred hat das paar Achter als Mittelfeld, könnte er eventuell weiterspielen auf diesem Board. Je nachdem, welche Konstellation jetzt zustande kommt, also was die Bälle anbelangt. Aber nein, da sind beide weg, da hat keiner Lust, sich mit dem anzulegen. Und gleich zu Beginn hier der zweite schöne Port hier. 7 Under, hier bei Cash Kings. Wir haben auch in dieser Woche natürlich interessante Events für euch auf dem Plan. Anstehen tut jetzt ab nächster Woche Just Poker, das Just Poker Event, 50.000 Euro garantiert, für 100 Euro bei Indy. Wir haben 4 Starttage für euch hier in der Planung. Am Donnerstag geht's los mit dem Opening Event. Da geht es schon um 6.000 Euro, 50.000, wie gesagt, beim Main Event garantiert. Und schaut vorbei, das ist ganz interessant. Am Samstag 2 Starttage, Tag 1C und 1D. Und dann das Final am Sonntag. Wenn ihr Lust und Laune habt, kommt ins Kings. Hier ist wieder die Poker-Action schlechthin.
Und auch dieses Wochenende natürlich Riesenparty gehabt. Tarkan und Jens Knosalla haben hier bei uns Party gemacht. War ein tolles Event mit dem Birthday Bash. Und 20.000 Reispool, das ist ganz leicht übertroffen worden. Und auch gestern hier beim 50.000 Guaranteed. Beim Saturday Sleep Stack, da ging so die Post ab. Da wurde auch hier natürlich bis in die frühen Morgenstunden gepokert. Und aktuell da laufen die Tische immer noch. Also Cash Games wird hier rund um die Uhr gespielt. Kopf vorbei ins Kings. Leute, hier geht's ab bei uns. Und wo ihr gerade Pokerstars eingeblendet seht, unseren Partner, dann denken, ihr könnt euch qualifizieren täglich auf Pokerstars für die bevorstehende GCOP für das August Festival. Jeden Tag haben wir auf Stars, Feeder und Satellites für das Main Event. Das Main Event mit 1.100 Euro bei Ihnen und 200.000 Euro garantiert. Ein ganz tolles Event. Schaut vorbei in der Turnierlobby von Stars unter Turniere, Region. Und da findet ihr das einfach. GCOP eingeben, oben links in der Suchmaschine. Und dann habt ihr das. Solltet ihr nicht verpassen, Feeder für 3 Dollar. Oh, Peter, danke für den Tipp. Ich komme heute ein bisschen leise, wollen wir ein bisschen nachsteuern hier. Mal kurzes Zeichen an die Technik. Gib mir ein Zeichen, ob es besser wird, ob dann die Qualität ausreichend ist, dass wir es gut verstehen können. Hier zu den 7 an der Draw zur Straße. Jetzt oben unten noch. Das sind 2 nach dem auf der Straße, 6 würde ich die Straße machen. Und natürlich auch der Miami Guy mit irgendeiner Idee auf den Gutshot wahrscheinlich gestartet, dass er jemand sagt, okay, da kann ich hinten raus ran, er vielleicht irgendwas machen oder so. Also hat er erstmal einen Flop überhaupt nichts gehabt. Jetzt ist er hier in der Situation, dass er weiter seine Hand verschlechtert hat. Und Double 6 kannst du hier so sicherlich nicht weiterspielen. Es sei denn, du hast eben halt eine sehr, sehr gute Idee. Und er hat eine Idee. Er erhöht auf 160. Und der 7 Under bleibt dabei. Jetzt die 5 verändert gar nichts. Und jetzt müsste natürlich der Miami Geyser seine Story ein bisschen weiter erzählen mit einer Bad. Und er wird dann an dieser Stelle den 7 Under aus der Hand bekommen. Natürlich, weil der nichts hat. Also nicht angekommen, keine Straße angekommen und auch keinen Treffer gekriegt. Und das Ass ist natürlich für ihn, für den Miami Geyser, eine gute Karte gewesen, um so einen Bluff aufzuziehen. Aber man muss natürlich mal schauen. Wir wissen, dass der 7 Under als Cash Game Spieler immer für außergewöhnliche Aktionen gut ist. Wir haben schon oft gesehen, dass er sehr interessante Calls auspackt oder eben halt auch selber auf einmal das Kommando übernimmt, wie aus dem Nichts heraus. Also der hat schon einen tollen Blick für die Situation. Das wird er als Read bezeichnen und kann das gut einschätzen, was da los ist. Aber hier in dem Falle findet er bei Miami Guy seinen Meister sozusagen. Der hat ihn da ausgekontert mit einem Bluff, als das Ass am Turn erschienen ist. Hand Nummer 6 wird gedealt hier bei uns bei Cash Kings, gespielt mit No Limit Hold'em mit Blinds 5, 10 und einer Tischauflage von mindestens 1.000 Euro. Und aktuell vorne zum schönen Gewinn ist 7 Under auf der Nummer 7. Noch ein paar Informationen zu unserer heutigen Sendung. Wir übertragen also insgesamt 3 Stunden hier aus dem Kings Casino. Dann geht die Session natürlich weiter. Wir zeichnen auf, werden das dann zeitnah ausstrahlen. Wie immer das Ganze natürlich mit einem Sicherheitsdelay, also mit einer zeitlichen Verzögerung, damit hier alles auch mit rechten Dingen zugeht. Also das Bild wird
aufgezeichnet, wird dann ausgestrahlt, die Kommentierung live in Echtzeit hier dabei, auch von unseren Kollegen. Von der tschechischen Seite, also hier wird wieder zweisprachig kommentiert, Deutsch und Tschechisch. Nach jeder Stunde wird ein kleiner Break gemacht, 5 Minuten etwa, und dann geht das hier weiter. Insgesamt, wie gesagt, heute 3 Stunden live aus dem Kings und hier der Blick auf die Stacks. Und ihr seht, der 7 Under mit 760 Euro vorne und Danielson 575 im Moment hinten raus. Und ansonsten allerdings noch wenig passiert, also nichts, was uns jetzt hier großartig oder spektakulär aufgefallen sein könnte. Also es ging im Moment noch gar nichts los. Hand 7 erst hier bei Cash Kings. Da kommt natürlich auch einiges zusammen. Alles andere zur Sendung findet ihr natürlich wie immer unter cashkings.tv im Internet. Da findet ihr auch den Programmhinweis für die upcoming Events hier bei uns. Und da könnt ihr euch natürlich auch ein bisschen darauf einstellen. Da wird es zum August hin, wenn hier die großen Events losgehen, die European Masters of Port Limit Omaha, haben wir natürlich hier, und da wird auch Port Limit Omaha gezeigt, also für alle Experten, die denn da sind. Da ist eine ganz tolle Woche angesagt. Das Ganze präsentiert vom Weltmeister, vom WSOP-Sieger Jan-Peter Jachtmann, dem Omaha-Champion. Und wir haben natürlich da auch entsprechend im Vorfeld Satellites für das Main Event, aber vor allen Dingen wird dann hier hohes Cash Game gespielt. Allerdings natürlich auch wie immer, da wir fangen klein an, also auch bei 2-2 Post mit Omaha, und dann nach oben gibt es keine Grenze. Und wir werden diese Action hier aus dem Kings euch natürlich zeigen, streamen und auch dann hier live begleiten. Mahim Guy jetzt mit Ass König. Der Präsident hat das Ganze eröffnet gehabt mit 10-9 in Herz. Mahim Guy aber nicht gereraced. Das sehen wir hier erstaunlich selten, also dass Hände wie Ass König oder Asse, Könige, Damen dann direkt unmittelbar gereraced werden, sondern man zahlt ihn dann häufig auch mit. Und hier auch durchaus ja mit einem gewissen Erfolg. Also Mahim Guy hat das Ass getroffen. Jetzt bekommt er mit Sicherheit Action daraus. Il Presidente mit dem Gutshot auf 10-9. Also 8 würde ihn die Straße machen. Und das ist natürlich für ihn eine ganz interessante Konstellation. Sollte er die treffen, der trifft sie auch, wird er auf jeden Fall Mahim Guy dort als Kunden behalten. Und jetzt ist nur die Frage, ob der in der Lage ist, tatsächlich rechtzeitig genug den Braten zu riechen, dass er eben halt wirklich hinten ist, oder ob er eventuell hier dem El Presidente voll in die Falle geht. Denn der wird jetzt in diesem Moment mit Sicherheit raisen. Jetzt nur die Frage, wie hoch kann er das ansetzen, ohne ihn unmittelbar zu vertreiben. Da sind wir gespannt. 350, das ist alles völlig überschaubar. Das ist aber Min-Race. Da sollte er schon ein bisschen vorsichtig werden. Das wird er auch. Also er zahlt das Ganze nach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich Worst Case für ihn. Für Mahim Guy, weil er mit den Assen und dem Kicker König mit Sicherheit jetzt bereit sein wird, alles reinzuzahlen. Aber das kann uns vielleicht unser wunderbarer Co-Kommentator doch ein bisschen besser erklären hier an unserer Seite jetzt. Sven, DJ Babylon aus Hamburg. Grüß dich, Sven. Ja, erstmal herzlich willkommen. Grüße, Grüße. Ja, interessante Situation hier. Mahim Guy gegen Il Presidente. Was hast du zu der Hand? Ich komme genau zum richtigen Zeitpunkt, würde ich sagen. Das denke ich mir mal. Also die Straße jetzt gegen das Set. Aber erstaunlich. Ja,
da nur gecheckt. Also ihr kriegt nicht mehr rein an Geld. Also wäre das normalerweise eine Situation gewesen, wo man einfach nochmal bettet und dann das gesamte Geld da reinkriegt? Ich muss gestehen, da ich wirklich jetzt gerade erst gekommen bin und die Hand nicht ganz verfolgen konnte, würde ich ja jetzt nicht allzu viel zu sagen. Ich hoffe einfach, dass noch mehr von diesen Händen in den nächsten Minuten einfach zu uns kommt. Ja, da, also da wird mit Sicherheit ja heute wieder einiges abgehen hier bei Cash Kings. Wissen wir ja schon aus den letzten Sendungen. Aber das war natürlich eine ganz interessante Konstellation jetzt hier zwischen dem Präsidenten und demjenigen, als die Straße am Turn gekommen ist. Machen wir einen kleinen Sprachtest. Einmal in dein Mikro rein. Ja, du bist ein bisschen leise, aber vielleicht können wir das ja ein bisschen hochstellen. Das soll ja manchmal so wunderbar. Hören wir mal die Jungs von der Technik hier befragen. Ob wir da eine Option haben, dich ein bisschen lauter zu bekommen. Richtig. Aber es geht mir gleich mal durch. Ja, derweilen hier bei uns bei Cash Kings 9. Hand und wir sehen wieder El Presidente Connectors. Das wird ja bei ihm grundsätzlich geraced. Jetzt hat er natürlich hier wieder eine schöne Starter mit König Dame im Peak. Und hat natürlich auch wieder einen tollen Treffer hier mit dem Flush-Draw, den beiden Overcords zum Board, 7-Under, nur das Paar Zweier in der Hand wird an der Stelle ausfallen. Miami Guy jetzt das Topper, allerdings auch nur mit Kicker 8. Der bleibt allerdings erstmal dabei. Zumindest sind das schon mal Flops, mit denen er arbeiten kann, auf beiden Seiten. Ja, ich denke, also das ist, aber die Leute sind ja bereit, tatsächlich auch mit, sagen wir mal, nicht so populären Starthänden da mitzuspielen. Und jetzt kommt natürlich ist die Karte für den Präsidenten. Der macht da erstmal den Flush. Jetzt spielt Miami Guy an. Und jetzt, ihr Präsident, was wird er tun? Wird er nur zahlen oder wird er da gleich rüber raisen? Muss er vor irgendwas Angst haben? Sicherlich Pik Ass wäre eine Überlegung wert. Im Moment, denke ich, muss er erstmal keine Angst haben. Höchstens, wenn das auf dem River vierte Peak kommt vielleicht. Aber das ist schon ein sehr angenehmer Turn. Das ist eigentlich die Karte, auf die er gewartet hat. Und es geht genauso ab wie eben die Konfrontation mit Ass-König. Also der Miami Guy spielt an, der E-Präsident geht da rüber und jetzt kommt wieder die Frage, aha, okay, spielst du das ich jetzt mit? Ich denke, die Hand wird jetzt vorbei sein. Jo, da geht sie dann auch in den Mark. Ja, Frage an dich, ich meine, solche Hände 8, hier über 8 off, es wird ja viel mitgespielt hier bei Cash Kings, wir wissen das mittlerweile, ist das, hat sich das so weiterentwickelt jetzt vom Spieltechnischen, also dass man durchaus auch bereit ist, eine viel, viel größere Range zu spielen, als das vielleicht vor 2-3 Jahren der Fall war, wo man ja immer davon ausgegangen bist, je früher du in Position bist, also zur Aktion selber neigt, dass einfach deine Hand extrem stark sein muss und wir sind hier mal der durchaus Hände, die von dieser Theorie abweichen. Ja, ich glaube, gerade bei Cash Kings scheint das auf jeden Fall so zu sein. Vielleicht, weil jeder das auch selber jeden Sonntag oder vorher Mittwoch immer nachschauen konnte. Und das Entscheidende, glaube ich, ist, dass man solche Hände dann auch, wie eben der Miami Guy, auch dann mal loslassen kann und nicht bis zum River dann einfach mit dem Top-Bar durchzahlt. Ja, dann wir haben ja wieder hier jetzt durchaus eine interessante Ausgangsposition. Der Miami Guy mit ein paar Achten, der Sascha jetzt mit den Damen, also das ist die Hand, die man sich ja wünscht, nicht so Damen aufwärts, ist ja dann immer ganz nett beim Cash-Game. Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz nett, ja. Zumal er ja auch wirklich jetzt wieder den Miami Guy als Gegner hat. Ja, Danielson, Part 10. Der schiebt alles gleich rein. Finde ich sehr konsequent von ihm. Er war mit 1000 Euro an den Tisch gegangen, hat gegen 7 Under 2/3 seines Stacks abgegeben in einer Hand und jetzt, wie gesagt, aktuell mit etwas mehr als 400 Euro dann noch am Tisch. Schiebt das Ganze gleich rein. Ja, was soll er da zahlen? Also mit dem Stack würde ich jetzt das auch entweder reinschieben oder komplett sein lassen. Und auch der Miami Guy ist dabei und schiebt mit den Achtern hinterher. So, hast du deinen Salat. Was wäre jetzt der normale Move für die Queens? Zahlen oder weghauen bei der Action? Das kommt natürlich immer auf die Damen drauf bei dem Tisch an.
Und wir kennen den Cash Games Tisch schon etwas länger, haben es ja öfter sicherlich alle schon mal gesehen. Und an diesem Tisch sind Damen sehr, sehr viel mehr wert als vielleicht an einem anderen Tisch. Von daher glaube ich nicht, dass die hier gefoldet werden können. Was ist eure Meinung? Schreibt uns im Chat. Damen, jetzt in dieser Situation normalerweise der Fold oder zahlt man das auf jeden Fall mit, nach der Action, die gekommen ist. Also man opent, der Short Stack geht rein und der Miami Guy schob da nochmal rüber. Was müssten die Damen machen? Folden oder ist das ein Instant Call? Jetzt kommen wahrscheinlich alle ins Schwitzen. Keiner kennt die Hand des anderen. Außer ja, nur wir können uns das entspannt angucken. Wir ja. können uns das entspannt angucken, aber normalerweise das Ass bringt alle dann auf Temperatur. Oh Gott, es ist gekommen. Aber nein, es hat eben halt hier nichts verändert. Und auch jetzt die Riverkarte, der King ändert überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, die Damen bleiben vorne. Paar Achten von Miami Guy reichen nicht und auch Danielson. Das reicht nicht. Ja, schöner Pot für die Damen. Relativ einfach, alles Pre-Flop All-In. Man braucht keine Entscheidung mehr auf den Flop oder später treffen. Vielleicht ein bisschen zittern, wie gesagt, mit dem Pass, aber. Das ist immer die Frage, nicht? Also, wie ist normalerweise die Action? Wir hatten in der letzten Ausgabe von Cash Kings ja eine ähnliche Konstellation, wo die Konfrontation entstand aus einem Open Race aus First Position. Kings saßen genau daneben, bezahlten nur mit. Ein paar Zehner gingen rüber, ein paar Asse, machte dann die 4-Bet und auf einmal waren Asse, Könige und Zehn in der Hand verwickelt. Und wo dann die große Diskussion aufkam, also kannst du aus früher Position ein Starting Hand wie Kings oder Damen überhaupt nur mitbezahlen oder muss das auf jeden Fall geraced werden, damit du schlechtere Hände aus der und schlechtere Paare vor allen Dingen eben halt aus der Action rausbekommst. Es ist auf jeden Fall eine risikoreiche Variante, die aber gerade an diesem Tisch definitiv machbar ist, weil hier sehr, sehr viele Drei-Bets kommen und die Kings, ich habe mir die Hand im Internet auch angeschaut. Die Kings hätten danach rübergehen können. Das war sicherlich auch sein Plan gewesen. Allerdings war er nicht mehr ganz so überzeugt von seinem Plan, glaube ich. Und hat dem Nuri, der die Asse ja wirklich tatsächlich dann hielt, eine sehr, sehr starke Hand gegeben und deswegen nochmal erneut nur mit den Königen bezahlt. Zumal er ja auch wusste, durch den Fehler von den Zehnern, dass ja, im Endeffekt er mit dem Call jetzt ganz entspannt den Flop sich angucken kann. Die Hand könnt ihr nochmal euch anschauen. Die haben wir auf Facebook, auf der Casino Kings Fanpage eingestellt. Ganz interessante Konversation. Und hier schreibt uns ja auch der Patrick und auch der Treu, ja, easy call eben mit den Damen. Nicht? Da gibt's gar nichts. Also die Stacks sind dann doch zu niedrig und das wird sofort gekloyt. Und Adelbert, Grüße an ihn, schreibt hier, beziehungsweise fragt nach Jens Knosalla. Nee, du, der ist wieder abgereist. Der hat hier zwei Tage Party gemacht. Der braucht jetzt wahrscheinlich ein bisschen Erholung zu Hause bei der Familie. War aber eine ganz, ganz tolle Zeit hier wieder mit ihm. Muss ich wirklich sagen, Jens Knosalla, ganz toller Typ. So, und hier auch die nächste Konstellation, die eventuell noch für Action sorgen könnte. Miami Guy jetzt mit der Straße, aktuell mit Dame 9 und Bube 10 König auf. Ja, Dame 9 weit vorne natürlich jetzt. Board natürlich weit vorne. Jetzt die Frage, ob aus Danielson da noch ein bisschen Geld rausbekommt, ob eventuell die Präsidentin mit dem Straßendraw jetzt, den er bekommen hat, auch noch dabei bleibt und vielleicht mitbezahlt und normalerweise sicherlich der König müsste dabei bleiben. Hat ja auch noch den Gutshot als Lösung dazu. Aber, ups, er foldet den King. Geht der ganzen Sache aus dem Weg, aber ihr Präsident, der bleibt dabei. Ja.
Das. Ja, die hört es hier im Hintergrund. Unser wunderbarer Kollege Lukas Morpheus Dirda hier bei uns, der mal ganz kurz das Mikro vom Sven checkt. Danke, Lukas, für deinen Support hier an dieser Stelle. Miami Guy mit einem Kleinpott. Und wir werden sicherlich von ihm noch sehr viele Aktionen sehen. Also er spielt ja relativ viele Hände, Gun Cash Game Spieler, während wir den Mann auf der 8, den Big SMD, den haben wir noch überhaupt nicht in Action gesehen. Also er sitzt am Tisch, er wartet auf die Hand offensichtlich, also mit der er wirklich starten kann. Also sprich, eine sehr, sehr starke Starthand, die er da haben möchte, bevor er loslegt. Ja, gleich von Anfang an relativ viel Action hier am Tisch. Sven, hier bei uns, wunderbar und ganz klar jetzt zu hören, zumindest bei mir, kommst du klar an. Ja, jetzt höre ich mich auch wieder. Das macht Mut für die nächsten Stunden. Ja, Mut, Manfred raced mit dem paar Siebenern durchaus legitim. Und jetzt haben wir das erste Mal den Big SMD mit einer wirklich guten Hand auch dabei. Also Ass Jack zahlt damit. Danielson dabei mit Queen Jack und der Miami Guy, da hatten wir es ja vorhin gesagt, der ist im Small Blind, zahlt das aber nach mit 10-7, wird auch belohnt, trifft die 10. Durch den Mikrofoncheck habe ich das jetzt ganz kurz verpasst. Platz 1, Danielson ist all in, sehe ich das richtig? Nein. Ich sehe gar keine Chips mehr bei ihm. Nee, der hatte doch eben gerade nachgekauft. Ja, das ist aber verdeckt. Also das ist einfach nur verdeckt. Und Er hat noch ein bisschen was. Ich meine, das wäre natürlich noch ein Ding, wenn der da dann reinschippt. Aber jetzt natürlich die interessante Konstellation, also die Overcard, die 10 auf dem Flop gekommen und jetzt pairt sich das Board mit dem paar 6en, Manfred ja mit dem paar 7en und Miami Guy checkt das Ganze nur, was vielleicht gar nicht so unclever ist, also dass er vielleicht noch ein bisschen Geld rauskriegt. Jetzt spielt er sehr schnell an. Ja, und wird sicherlich den Call bekommen. Mit dem paar 7ern? Ich denke schon. Er bringt sich aber immer irgendwie so ein bisschen in Trouble. Ich meine, jetzt zahlt er aus dem Big Blind 10-7 nach, ist ja durchaus legitim, aber irgendwie musst du doch einfach sagen, selbst wenn du die 10 triffst oder die 7 triffst mit so einer Hand, schlechter Kicker dabei auf jeden Fall, das ist schon mal gebongt und irgendwie kannst du doch nie wirklich gut sein. Ja, offensichtlich ja doch jetzt, wie wir sehen. Er bekommt ja die Auszahlung von den 7ern auch. Der Chef! Bei uns hier im Chat, Riesen-Action am Start. Oder noch Human. Ja, da Chef, herzlich willkommen hier auch bei Cash Kings. Hatten wir schon gleich am Anfang. Hast natürlich wieder was verpasst. Zwischen 7-Under und dem Spieler auf der 1 von Danielson. Die hatten da gleich am Anfang in den ersten Händen zwei. Das ist ja auch das Schöne. Gespielt. Ihr könnt das alles ja nochmal sehen. Ihr müsst ja nicht unbedingt immer gleich von Anfang an live dabei sein. Ihr könnt euch auch die Tage und Wochen danach ja alles nochmal hier anschauen auf der Internetseite. Cashkings.tv, einfach vorbeigucken. Wir stellen da alles ein, aber wie gesagt, wenn ihr das hier live mitbekommen wollt, mit einem Drum und Dran, ohne Schnitt, ohne Komma und mit jedem Fehler, der da so passiert, in der Comment, das haben wir ja auch schon gehabt, katastrophale Fehler dabei. Das kriegt ihr alles hier natürlich bei uns. Ich war da nicht dabei. Da warst du nicht dabei. Das nehme ich alles auf meine Kappe. Ja, und jetzt haben wir den E-Präsidenten hier mit Ass Jack und 7-Under mit dem Paar 2. Und der E-Präsidente, der natürlich den Kontrahenten da sehr, sehr gut kennt. Also das sind ja Leute, die auch sehr, sehr häufig im normalen Cash-Game hier im Kings Casino aufeinandertreffen. Der geht da sofort rüber. Also der lässt sich da nicht aus dem Rhythmus bringen, nur weil der da mal ein bisschen raced. Das kann der wirklich mit jeder Hand machen. Sondern gibt ihm gerade Contra mit der 3-Bet und ja, der 7-Under, so wollen wir das sehen hier, 4-Bet mit den paar 2ern. Ja, da wird nicht lange gefackelt. Ja, aber er hat trotzdem keinen Erfolg mit der 4-Bet, also er kriegt den Mann da nicht raus. Trifft jetzt natürlich sein Ass.
trifft natürlich sein Ass. Und da ist dann für 7 Under wenig zu machen. Ersetzt der E-Präsident jetzt konsequenterweise, müsste rübergehen bei der Action oder einfach nur zahlen, Sven? Was ist da der Weg? Ich denke, ich würde den Pot versuchen, erstmal ein bisschen zu kontrollieren und das Ganze erstmal nur zu zahlen. Er hat die Position und hat natürlich jetzt die Traumkarte auf dem Turn. Da ist das weitere Ass. Aber was kann der 7 Under jetzt hier machen? Ich meine, macht es jetzt Sinn, da wirklich nochmal raufzuspielen mit dem paar Zweien oder tatsächlich dann eher zu checken und die Hand an der Stelle aufzugeben? Ja, dazu ist er offensichtlich noch nicht bereit. Er hofft natürlich, dass das Ass nicht da liegt. Mit dem Call auf dem Flop ist die Möglichkeit ja gegeben, dass er tatsächlich wirklich nur mit einer 9 vielleicht auch oder mit dem Flush-Draw gecallt worden ist. Und deswegen versucht er jetzt nochmal den El-Präsident da rauszubekommen. Wird das natürlich nicht. Und ich denke, auf dem River, allerspätestens, wenn jetzt nicht das Race sogar vom El-Präsident kommt, wird die Hand dann ja aufgegeben werden vom 7-Under. Ja, aber das Race kommt nicht. Zahlt also das Ganze nach. Jetzt kommt natürlich die Kreuzdame. Bisschen unangenehm, dass da jetzt so ein drittes Kreuz kommt. Also sprich, so ein Flush, der könnte ja durchaus angelangt sein. Ja, der Flush, das Full House ist natürlich auch möglich. Ich hätte den Turn jetzt schon anstelle von El Presidente geraced. Allein auch schon, um zu wissen, wo ich denn jetzt wirklich stehe. Denn jetzt ist es noch eine deutlich schwierige Entscheidung, eine Value Bet auf dem River zu bringen. Wird wahrscheinlich auch nicht gerade einfach sein. Ich denke, dass jetzt check. Genau. Beide checken und gehen auch nur mal sicher. Das Drilling. Also auch der vermeintlich ganz klar Führende mit dieser Hand. Check das Ganze nur. Ja, viele Leute hier bei uns im Chat, das ist ja wunderbar. Und ja, der Chef bedankt sich hier für ein T-Shirt, hatten wir ja letztes Mal auch verlost, sollte eigentlich angekommen sein. Wie gesagt, immer ein Problem, wenn wir von hier von Tschechien aus nach Deutschland versenden. Das kann tatsächlich hier mal so ganz gepflegt 10, 14 Tage dauern. Die Post ist da nicht so schnelle. Battle Extreme haben wir dabei, den Mann von IntelliPoker. IntelliPoker natürlich als Partner von PokerStars. Also gutes Stichwort. Wir haben heute Satellites zur GCOP, Leute. 19:45 der Step 2. 27 Euro kostet das Ganze und um 21.30 Uhr ist der Last Step. Das 154 Euro Tournament. Da geht es um das Main Event Ticket zur GCOP. Hier bei uns einfach bei Stars vorbeischauen in der Lobby Turniere Region und dort GCOP in die Suche eingeben, dann habt ihr das. Perfekter geht's eigentlich nicht. Ja, und nebenbei easy, ein bisschen Poker schauen, ein bisschen selber spielen. Genau, und dann seid ihr vielleicht schon selber hier in knapp 2 Wochen bei uns im Kings bei der GCOP. Und dann haben wir natürlich noch ein Sorgenkind hier. Was ist das denn? Der Mann, der Hanfred, der schreibt mich, was? Ein Brain Puzzle hast du noch nicht gekriegt? Mensch, Hanfred, schreib mich nochmal an auf Facebook. Kann doch nicht sein. Ich habe alles persönlich zur Post getragen und ich sage euch, das war wirklich ein Geschleppe, unglaublich. Weil du ja nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr in diese genormten Briefumschläge reinkriegst. Ne? Also musst du ja wirklich also Sonderformate dazu mittlerweile da rangreifen und ich war völlig geschockt. Erzählt mir die Dame bei der Post, dass das gar nicht mehr danach geht, was da in deinem Brief drin ist, sondern Hauptsache, das geht durch irgendeinen bestimmten Schlitz durch. Hab ich gelacht. Und das Puzzle hat natürlich nicht gepasst. Der gar nichts hat gepasst. Das ist voll der T-Shirts und Caps und alles und da geht ja gar nichts durch. Und andauernd höre ich nur 1,75, nicht? Also so schnell hat die da eingebonkt. Da war ich dann anschließend broke, als ich aus der Postfiliale gekommen bin. Also das ist, sowas gibt's eben halt auch. Unglaubliche Preisentwicklung bei der Post. Aber das soll uns ja nicht abhalten. Ich finde einfach, wir sollten das ab nächster Woche dann so machen, dass Jens die Preise einfach überall persönlich vorbeibringt. Das wird dann irgendwann auf Dauer sicherlich ein bisschen... Ja, den sollten wir tatsächlich mal durch die Gegend schicken, so als Postboten genau des Kings. Also ist er einfach da mit dem Autochen da mal durch die Lande tingelt und unsere wunderbaren Zuschauer mit kleinen Präsenten beglückt.
Ja, so schreib mich nochmal an, Hanfred. Schreib mich nochmal an auf Facebook. Da checken wir nochmal. Also rausgegangen ist wirklich alles. Glaub's mir. Verlass dich drauf. Und gerade dieses Brain Puzzle, also wo man sich wirklich echt stundenlang beschäftigen kann, wenn man da irgendwie nicht, keine Ahnung, gar nicht sofort irgendwie den... Aber da, du weißt schon, dass das Brain Puzzle nur heißt, weil man seinen Kopf wirklich benutzen soll und das relativ schnell dann lösen soll. Ja, genau, genau. Und das ist ja gerade der Punkt. Und wenn du das also quasi den ersten Moment also verpeilst und dann nicht sofort irgendwie checkst, ah, alles klar, so ist das, dann hängst du da wirklich stundenlang dran. Also du kommst irgendwie nicht drauf. Okay, ich kann Klugscheißer sein, weil glücklicherweise liegt hier kein Brain Puzzle. Ja, genau. Und ich muss es nicht beweisen, dass ich das kann. Aber jetzt kannst du was beweisen, ja. Nämlich die Action, die wir hier haben. El Presidente, mal wieder mit einer Hand, wieder Assbube. Nein, jetzt haben wir natürlich von der Konstellation, achso, dass der... Ja, der Button hat nur gecallt mit 7-9 in Position. Richtig, und jetzt geht's da ein bisschen Action. Und auch 7-Under dabei. Und das ist ja interessant, also auch er bleibt dabei mit König 2 suited. Ich meine, ist ja nicht unbedingt eine Offenbarung dieser Hand. Nein, auf keinen Fall. Allerdings schließt er die Action ab. Es kann keiner mehr irgendwas machen und er guckt sich den Flop an. Und er ist auch sicherlich in der Lage, die Hand dann aufzugeben, wenn wirklich ja gar nichts für ihn kommt oder nur mittelmäßige Hände. Und deswegen bei den deepen Stacks versucht er natürlich trotzdem erstmal sich den Flop anzuschauen. Das muss man ja hier auch vor allen Dingen beim Cash Kings immer beachten, dass doch sehr, sehr deep meist gespielt wird. Vor allen Dingen natürlich zu den späteren Stunden. Und sodass man, wenn man wirklich auch solche schlechteren Hände trifft, mit einer kompletten Auszahlung, dann ja wirklich sehr, sehr viel Geld gewinnen kann. Ja, hier sind ja schon ganz spektakuläre Pötte über den Tisch gegangen, beziehungsweise hat ein nettes Geld den Besitzer gewechselt. Allerdings alles immer noch ja, in einem Rahmen, also mit dem man was anfangen kann. Also wenn hier mal ein Pott 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Euro geht, das ist ja alles noch realistisch. Obwohl die Highroller kommen doch auch und bald die wieder. Highroller kommen, ja, das hatte ich schon gesagt. Also Ende Juli ist es soweit. Wir haben hier die, vor allem die Pott-Limit-Oma-Spezialisten hier im Haus. Und natürlich geht, klar, hier im Kings fängst du an bei 2-2, bei Portland mit Omaha und dann nach oben hast du ja keine Grenze, also je nachdem, wie viele Leute du findest. Ja, lief gerade auch draußen sogar. Ja, natürlich, Cash Game, hier schon seit mehreren Tagen nonstop. Ja, also da muss man wirklich sagen, dass die Leute auch sehr viel Sitzfleisch besitzen. Also, auf jeden Fall, man kann ja morgen um 8 reinkommen und trotzdem sind noch Tische da. Ja, ja, und einige die sind natürlich so gut drauf. Also die kriegst du sozusagen nicht nur aus der Hand, sondern die kriegst du auch nicht mehr vom Tisch. Also die bleiben da einfach und spielen hier tagelang durch. Ich bin ist ja so lange, klar, bei der Atmosphäre ist ja. Ich bin so langsam logisch. Auch eher Freund des Cash Games geworden, weil die Turniere hier, man hat so jede Stunde oder alle 2 Stunden Pause. Was macht man? Man geht zum Buffet. Beim Cash Game bleibt man wenigstens sitzen. Das heißt, je mehr Turniere ich spiele, umso mehr merke ich das auf meinem Bauch. Beim Cash Game ist das nicht ganz so schlimm. Ja, und das Buffet ist ja auch nicht gerade das Schlechteste, also was man bekommt. Das ist ja alles for free hier für unsere Gäste. Und na klar, da hast du schon recht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Turnierstrukturen, die hier angeboten werden, die sind eben halt in der Regel sehr deep. Das heißt, also du bekommst eben halt sehr viel Entertainment auch für dein Geld. Und jetzt am Wochenende hat man es ja wieder gesehen, war ja riesen Session hier Freitag, ne, mit Jens und Tarkan, da ist Birthday Bash und haben sie noch DJs da aufgefahren und Mucke und Cocktails for free und so weiter. Also das war ja schon eine wunderbare Geschichte, aber da musst du ja sowieso hin und wieder mal aufstehen. Zumindest um bis zur Cocktailbar zu kommen und dir da wieder ein bisschen Nachschub zu holen. Ja, konnte ich leider dieses Wochenende nicht mitmachen. Dafür bin ich das nächste Wochenende wieder dabei. Ich hatte allerdings bei Facebook gesehen, dass ja, der Jens relativ schnell draußen war. Ja, aber das kann ja passieren. Das war mit Absicht wahrscheinlich, oder? Das weiß ich nicht. Also der Tarkan war lange dabei, der war sogar zwischenzeitlich Chip-Leader. Also das ist ja auch passiert. Und jetzt natürlich eine schöne Konstellation. Manfred jetzt 3 Damen, hatte auch den mit dem Top-Pair und dem Flush-Draw natürlich eine wunderbare Ausgangsposition. Aber ich bin gespannt, was der 7-Under jetzt hier macht. Ob der da noch irgendetwas selber versucht, was kann der gespielt haben. Auf der Konstellation, ich glaube, der hat überhaupt nichts in der Hand,
wo er auch nur irgendwas im Ansatz zahlen könnte. Ich habe mich wundert, dass dann eigentlich nicht viel mehr Action vom Manfred gekommen ist, zumal er den Flatsch-Steuer auch noch dazu hat, also eigentlich ein mega Flop für ihn. Ja, müsstest du normalerweise ja Vollgas geben. Ne? Also du hast das Top-Paar, du hast auf den Flatsch-Draw und vor was willst du dich fürchten? Jetzt zumal die 8 am Turn auch nicht wirklich was verändert. Bringt er natürlich eine sehr, sehr hohe Bet, ist klar. Und jetzt kannst du natürlich, solltest du irgendetwas getroffen haben, dir überlegen, okay, warum macht er das jetzt so hoch? Aber du kommst wahrscheinlich immer zu der Entscheidung, also selbst wenn du eine 6 hast, ein 2 oder irgendein Top-Paar zum Flop, dass du das einfach nicht bezahlst, weil die Bet viel zu hoch ist und viel gegen zu so einen Stahlbetonspieler offenkundig, also der einfach Stahl spielt, also da kannst du niemals zahlen. Wäre jetzt so meine Meinung, wenn man Manfred oder alles. Wir haben vor 2 Minuten noch König 2 gesehen, also ja, aber nicht bei Manfred. Ach so, aber nicht bei Manfred. Also beim 7 Under ist das tatsächlich durchaus alles ja drin, der spielt eine wahnsinnige Range, aber der Manfred, der hat das sehr, sehr stahlmäßig hier gespielt. Stahlbeton nenne ich das. Da würde ich auch sagen, ne? Ari schreibt das ja auch im Chat, also dass man einfach weiter bettet, also wenn du so eine Hand hast, dann musst du einfach betten, dann muss ja das Geld rein. Ja, und dann diese hohe Bet auf dem River, die machte dann nicht mehr so viel Sinn. Also da sollte das Geld schon auf dem Turn, da sollte der Pot auf dem Turn größer gemacht werden. Ja, und 7 Under bleibt seiner Linie treu, er ist in Position, er hat den Button erased. Und findet mit Miami Guy wieder einen Kunden. Und der floppt den Straßendraw, allerdings keine Option zum Flush. Beide floppen den Straßendraw. Der 7 Under ja den Inside Straight hat und die Option zum Flush. Eine rote 7 auf dem Turn wäre jetzt definitiv eine interessante Karte. Kommt leider nicht. Ja, aber der lässt sich da ja wieder nicht beirren, der wird da wieder hoch reinbetten. Und auch der Miami, also scheint sich irgendwie so der Style rumzusprechen, der callt das sofort. Und bums, da ist es passiert, die 5 kommt an, der Flush ist da. Okay, der 7 Under kann ja nichts machen, letztlich er profitiert davon, dass er nicht in Position ist. Und jetzt ist immer die Frage, ob der hier... Muss sogar jetzt überlegen, warum... ja, das ist... Call der Miami Guy. Die Idee ist ja gut, also tatsächlich das anzuspielen, aber die Bet ist ja viel zu klein. Also den kriegst du ja nicht raus damit, ne? Da müsstest du ja schon viel höher reinbetten, wenn du jetzt selber für einen starken Flush stehen wolltest. Ja, es wäre auf jeden Fall sicherer, natürlich die höhere Bet dort zu spielen. Na, 2,35, du hast den Flush, ich meine, mit was spielst du die Hand mit? Also mit dem Gutshot? Ich denke schon, dass der Seven Under sich das angucken wird. Ja. Kannst du ja kaum, kannst du nicht folden. Also bei 400 hätte er sicherlich gefoldet. Davon würde ich ausgehen. 235. Es riecht natürlich nach einem Lock-Angebot, zumal Miami Guy ja auch nur gecallt hat und man eher doch davon ausgeht, dass er das mit dem Flush-Draw macht und wahrscheinlich dann auch mit dem höheren, als nur mit dem reinen Straßendraw, obwohl da schon 3 Peak liegen. Ja, aber hier kommt jetzt mal meine Amateurfrage. Also wenn ich jetzt schon mit 8-6 da weiterspiele auf so einem Flop und dann kriege ich tatsächlich in dem Falle mit der 5 mein Flush zusammen oder spiele ich tatsächlich nur auf eine vermeintliche 7, also sprich eine Karo 7 oder eine Herz 7, dass ich eventuell mit der Straße sehr, sehr gut bin. Also meine Theorie dazu, korrigiere mich, wenn ich das am Flop bezahle, dann bezahle ich es hinten raus auch sofort. Egal, was da kommt. Er hat ja die Action gemacht. Genau. So, das ist erstmal was anderes. Jetzt hat er aber eine Hand mit Showdown-Value und hofft natürlich einfach, relativ einfach in den Showdown zu kommen. Check, check wäre sehr einfach. Jetzt diese 235 ist eigentlich auch noch ein relativ einfacher Showdown. Von daher denke ich, sollte er das auf jeden Fall callen, wenn er die Hand spielt. Aber er gibt sie auf. Interessant. Interessant. Was ist eure Meinung? Schreibt uns im Chat. An dieser Stelle
Hätte 7 Under da direkt callen sollen oder ist das ein sehr guter Fold von ihm gewesen auf die Bet, die der Miami Guy da eben ausgepackt hat? Hand Nummer 19 und Miami Guy tatsächlich gleich wieder mit einer guten Hand. Zwei Facecards, König Bube, aber Sascha jetzt dabei mit König Dame. Wollen wir hoffen, dass der passende Flop dazu kommt, damit wir ein bisschen was wieder hier sehen. Ja, und wen haben wir denn da auf einmal in der Hand? Spieler auf der 3, der Big. Auf der 8, sorry, mit dem Paar 3. Der Big. Il Presidente 8-5 im Big Blind, zahlt danach. Dennison dabei. Nee, der Il Presidente raised. Entschuldigung. Ups. Jetzt. Bin ein bisschen abgedeckt von der Schulter des Dealers. Der ist gesehen, dass das eine. Dass das einfach nur bezahlt. Aber er raised das Ganze mit 8-5. 8-5 ist natürlich eine sehr innovative Hand des Raises. Die Position dazu auch noch und die 3 wird relativ gering, deswegen kriegt er nicht so viele Spieler sicherlich raus, obwohl König Dame jetzt tatsächlich gegangen ist. Zwischendrin auch unsere Zuschauer im Chat, also die sind sich einig, also die eine höhere Bet wahrscheinlich gecallt von Marek mit dem Flush und eine kleinere Bet. Ja, Value, also da ist man sich wohl einig, beides ist statthaft, Folden oder Callen. Folden oder Callen. Beides von Marek. Ja, ich denke auch, gut. Eine höhere Bet hätte Marek dann nicht gecallt, wenn er jetzt die 235 foldet. Auch bei 4-500 hätte er wahrscheinlich nicht gecallt. Der Chef fordert hier gerade einen Kredit von 10.000 ein, weil er auch keiner mehr mitspielen möchte. Bei uns im Chat. Ja, vielleicht ergibt es hier was, der Chef. Komm vorbei hier jede Woche, jeden Tag. Bomben-Turniere. Muss er erstmal vorbeikommen beim 1-3 sich beweisen hier und vielleicht wird er dann ja entdeckt von irgendjemandem, der sagt, Mensch... Dich schicke ich hier ins Rennen. Genau. Ja, und wir reden allerdings über Euro und nicht über Kronen. Das muss auch klar sein. Oh, Battle. Thorsten hier bei uns im Chat, der schreibt, ich snap die Bet. Er sagt, du musst sogar 2,35 bezahlen, um einen Pot von 1.000 zu gewinnen und dann musst du einfach snap callen. Ja, interessant, also wie sich da so die Meinungen so ein bisschen unterscheiden, aber letztlich sind wir uns einig, schwierige, knifflige Sache. Und am Ende, es geht ja auch um Geld, ich meine 235 Euro haben oder nicht haben. Kann man schon wieder 2-3 Turniere spielen hier. Kann man schon, ja, nicht nur das, da kannst du noch viel mehr spielen, wir haben ja auch permanent Satellites hier laufen, also da kannst du dich sogarartig bespaßen mit Poker, das reicht. Das reicht schon, ein paar Tage. Oder gehst ins Internet, GCOP, Leute, heute, gerade angefangen. Vor 7 Minuten ging's los. Ja, der zweite Step zum GCOP-Ticket auf Stars. Einfach mal in der Lobby nachgucken, Turniere-Region. Schließlich seid ihr ja schon alle am Computer, im Internet, also genau. Der Weg nicht mehr weit. Kann man auch gleich mitspielen. Und hier sind wir gleich in Präsidente vorne, 1455 plus und auch der Sascha, 1190, der Sascha auf Platz 6 mit 1190 vorne. Und während jetzt der 7 Under ein bisschen abgebaut hat, der hat ja einen guten Start gehabt hier bei Cash Kings. Aber das sagt noch gar nichts, die Session ist noch lang, das geht hier noch zig Stunden und während unserer Übertragung wird auch mit Sicherheit noch die ein oder andere Eurone den Besitzer wechseln. Ja, Miami Guy jetzt mal wieder im Big Blind mit den Damen und unglaublich, das war's dann auch schon. Das ist ein bisschen ärgerlich, an so einem Tisch Damen zu bekommen und dann lediglich die Blinds einzusammeln. Normalerweise hofft man natürlich bei so viel Action, die wirklich jeder Hand passiert, da dann doch ein bisschen mehr rauszubekommen. Naja, du bekommst ja nicht so häufig wirkliche Top-Hände. Also
Und auch diese Konstellation, dass mehrere Top-Hände gleichzeitig aufeinander treffen, wo der Pot automatisch dann groß wird. Auf der anderen Seite hatten wir ja schon gesagt, dass relativ häufig auch mit, ich sag mal so schön, marginalen Händen mitbezahlt wird, hatten wir ja schon gesehen. Also König 2 wird da auf einmal bezahlt, hängt natürlich ein bisschen auch von der Position ab. Aber durchaus mit Händen, die sagen wir mal, kaum Entwicklungspotenzial haben. Es sei denn, du landest eben halt von vornherein Volltreffer irgendwo auf dem Flop. Und jetzt hast du ja wieder so eine Situation, Big hat mitgecallt, das Ganze, und das 7-Under jetzt natürlich mit seinen Damen hinten. Was willst du machen? Der Big wird anspielen, und das 7-Under, wenn er jetzt richtig gut drauf ist, wird das... Ja, der Race das, aber das ist ja auch nicht so hoch. Das ist eigentlich so eine typische Magic Man Race oder Bet mit den 10 Euro von vorne. Das ist ein Donk-Bet. Aber er will die Damen noch nicht aufgeben. Naja, er kann natürlich sagen, okay, ich spiele jetzt gegen einen sehr, sehr tighten Spieler im Moment. Also er hat sich ja kaum beteiligt, und wenn er dabei war, musste er leider folden, hat er zweimal kleines Paar in der Hand. Ja, ganz klar. Also Preflop spielt er natürlich die Damen, jetzt nach dem Flop spielt er einfach den Gegner. Ja, und er zahlt das halt. Jetzt ist natürlich... Jetzt wird er wahrscheinlich relativ billig. Will ich da jetzt die Karten sehen, also Turn River? Das glaube ich nicht. Ich denke, dass er da jetzt... nein, doch nicht. Aber ich dachte eigentlich eher, dass er jetzt weitermacht. Aber die Action scheint jetzt doch ein bisschen runter zu gehen. Naja, der macht eben halt Widerstand, und jetzt kommt eben halt das, was kommt. Und jetzt könnte natürlich der 7-Under auf eine Idee kommen, dass er eben sagt, ich ziehe jetzt einen Bluff auf gegen den Spieler. Ich bette jetzt sehr hoch, also irgendwas vielleicht so um 170 oder so. Und gewinne die Hand an dieser Stelle, weil ich weiß, dass mein Spieler offensichtlich Respekt entweder vor mir oder vor dem Geld oder vor beiden hat. Und den kriege ich vielleicht an der Stelle sogar noch raus. So, mal gucken, was bettet er? 2,25. Kräftig. Knapp unter Putt. Ja, und auch hier wieder die Frage, Leute, was macht man? Jetzt sind 4 Kreuz angekommen, du sitzt da, hast 8-8 in der Hand. Was ist zu tun? Ja, er schlägt jetzt tatsächlich nur noch den Bluff mit den 4 Kreuzern. Eine 8 hat er sich sicherlich gewünscht, aber nicht in der Farbe. Tja, und er foldet. Gut erfolgt hier an dieser Stelle vom Big. Das ist hier die Frage an euch. Guter Fold, gut gespielt von Marek. Wir machen eine kurze Pause, lasst euch in den Kopf gehen. Und hier schon der Ankündiger der European Masters Series of Pot Limit Omaha, 1. bis 3. August. Bis gleich.
Und da sind wir wieder zurück bei Cash Kings. Nach dieser kurzen Unterbrechung und in der Hand 22 angekommen. Ihr habt fleißig diskutiert bei uns im Chat über die letzte Hand zwischen Big und Seven Under, zwischen dem Spieler auf der 8 und der 7. Also die Frage war ja, ob er da hinten raus noch callen kann mit den zwei Paar Ass 8 oder ob er den Maritzer Credit gibt auf den Flush. Und ja, da geht er alle konform. Er hätte wahrscheinlich mit dem Ass noch selber ein bisschen mehr Action machen müssen, um herauszufinden, wo er eigentlich steht. Hat er nicht getan. Marek gut angespielt und der Big hat sich dann diese Bet gespart. Futterpause, nee, war keine Futterpause. Wir gehen hier immer sozusagen eine Freirunde, nicht? Also einmal ums Karree herum und sind dann wieder für euch zurück. Denn ihr wisst ja, wir haben ja eine große neue Anlage hier gebaut und seine riesen Arena jetzt hier im Kings Casino. Ist ja nochmal eine bescheidene Halle dazugekommen mit 60 Tischen. Und jetzt haben wir hier so Round-Kapazitäten für 1200 Spieler, die da mal ganz gepflegt gleichzeitig starten können bei unseren Events, bei dem Cash Game. Also ein riesiges Areal. Kommt vorbei, guckt euch das an. Ein Monster. Das ist Poker hier. Also da kannst du zu Hause sein. Das ist Wohnzimmeratmosphäre. Ja, es ist nicht anders als in Las Vegas. Selbst dort, glaube ich, wäre dieser Pokerraum einer der größten. Also der könnte da schon zumindest mithalten. Also das, das ist mit Sicherheit so. Und in Europa ist es eindeutig das Größte. Und wenn du es größer haben willst, tatsächlich setz dich in den Flieger und baller rüber nach Vegas, dann hast du es größer. Sind wir hier aber schneller. Und hier sind wir auf jeden Fall schneller. So, und hier sind wir natürlich auch schnell dabei. In dieser Hand Manfred mit den Trips da unterwegs. Und Hamoudi hat das Ass. Ja, Da wird er normalerweise ja durchaus noch was rauskitzeln können. Bum, 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 bum. Ja, Hamoudi, die erste Hand von ihm jetzt hier. Die erste und, Hand. Gleich in so viel Trouble geraten. Small gegen Big Blind. Da kann die 3 natürlich schon sitzen jetzt. Ja, und wieder kommt die Frage aller Fragen, zahlt man den 100 danach jetzt hier mit dem Ass? Und ich würde sagen, jo, man zahlt ihn nach. Zumindest zahlt ihn Hamoudi nach und muss sich die Trips anschauen. Ja, und der Manfred wieder mit einem Pot. Sicheres Geld für ihn an dieser Stelle. Schmeckt. Das schmeckt. Und was auch schmeckt, Leute, Just Poker. In der kommenden Woche geht's los, vom 23. bis 27. Juli hier bei uns im Kings. 50.000 Euro sind garantiert. Im Main Event 100 Euro Buy-in. Ein glatter 100er, dann seid ihr dabei. Ich spiele um 50.000 Euro, also würde ich sagen... 3 Starttage sogar? 4. 4 Starttage. Wir haben 4. Das ist eine kleine Besonderheit hier. Und zwar hast du am Samstag, am 26. Da ist dann schon um 13 Uhr ein Starttag angesetzt. Danach gibt's noch einen Last Chance Satellite. Und dann hast du nochmal den Starttag 1D um 17 Uhr. Ja, also Poker satt hier im Kings. Ja, lohnt sich natürlich. Allerdings muss ich sagen, der erste Platz ist schon reserviert. Von daher. Ja, geht ja auch dann um nettes Geld. Nicht? Und nettes Geld, das ist ja hier schon zum Auftakt. Also am Mittwoch raus von Just Poker Opening Event. Da haben wir 6.000 Euro im Preispool. Kostet 60 Euro die ganze Veranstaltung. Und da könnt ihr schon loslegen um 20 Uhr. Geht hier die Post ab. Ja, kurz das Turnier spielen, gewinnen und dann am Sonntag gleich an den Tisch Cash Game. Cash Kings 2-5 wird nächste Woche gespielt. Mit 500 Beilen. Genau, also eine relativ kleine Geschichte. Nicht? Also das ist ja alles noch dann leistbar. Und hier natürlich jetzt wieder interessante Konstellation. 7 Under mit dem Nut Flush Draw. 2 Herzen auf dem Flop. Ja, und El Presidente mal mit Guess the Hand. Und da lege ich mich jetzt mal zentral fest, dass der Präsident mit Sicherheit ein Paar hat. Also entweder hat er eine 3 getroffen oder wahrscheinlich sogar eher den König. Und wird jetzt versuchen, da ein bisschen Geld rauszuquetschen aus der ganzen Geschichte. Und die für mich immer nur die spannende Frage ist, ob der 7 Under da wieder in der Lage ist, sich von seiner Hand zu trennen. Die ist doch gut für ihn. Also könnte er auch bleiben und er kann sich da sicherlich auch ein bisschen was ausrechnen. Die Bet jetzt mit 210 ja auch nicht allzu hoch.
Also einen halben Pott, so knapp. Ja, der packt auch immer die Chips schon zurecht. Also ist und was er wird sicherlich den Nutflash-Tor jetzt nicht wegschmeißen, zumal er auch weiß, dass El Presidente in Positionen da auch sehr, sehr viel anspielen kann. Selbst die Dame oder das Ass, wenn er das trifft, könnte noch gut sein. Ja, und hier, der Thorsten schreibt hier uns auch im Chat, 2,5 ist mal was Feines, ja, kratz deine Kohle zusammen, Thorsten, komm hierher. Haben wir sowieso schon 1000 Mal drüber gesprochen, komm vorbei, Mann, bist herzlich willkommen. Ja, bei uns einfach den Tag an bei Facebook schreiben und sich dann anmelden und tatsächlich der Fold und wir sehen Ass-König bei Ass-König, er hatte den King. Guter Read und guter Fold. Vom Setmander. Ja, der durchaus, was du sagtest, also die Fähigkeit hat, sich auch von durchaus guten Händen zu trennen. Und das macht sicherlich auch ein bisschen den Unterschied aus, also dass du in der Lage bist, auszusteigen, auch wenn es vielleicht gut aussieht, als wenn du vielleicht glaubst, dass du durchaus stark sein könntest, aber trotzdem dann lieber den sicheren Weg, den Notausstieg wählst. Hier die ersten beiden Hände gleich, UTG und UTG plus 1, König, Dame, das kleine Race auf 25 und die 7er bezahlen. Und Hamudi mit Ass, Bube. Race darüber, aber nur Min-Race von ihm. Min-Race an diesem Tisch, was hältst du davon? Ich muss gestehen, gerade an diesem Tisch bin ich davon irgendwie gar nicht begeistert, weil man eigentlich kaum Informationen bekommt und alle anderen auch eigentlich dabei bleiben. Naja, es ist eben, weiß nicht, so von dieser ganzen Situation her, dadurch, dass eben halt relativ häufig ja auch in Anführungszeichen schlechtere Hände, wenn man das überhaupt so sagen darf, da unterwegs sind, macht es sicherlich wenig Sinn, also Min-Race zu spielen, weil die Leute einfach nicht rauskriegst. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du jetzt einfach mal ein bisschen abklopfen möchtest, wer jetzt bereit wäre, auch ein bisschen mehr Geld zu investieren, dann ist es sicherlich interessant, das immer so zu spielen. Und jetzt haben wir natürlich wieder eine gute Konstellation. Also er trifft das Top-Pair mit und hat den Top-Kicker und der Danielson hat mit den Siebenern eben halt auch noch die Option auf den Straßendraw. Also mit der 10. Allerdings kann er sich da ja normalerweise nichts drauf ausrechnen, weil er eben halt gegen die Dame dann eben halt hinten wäre. Und da sollte eben halt Hamudi an dieser Stelle schon mit der Bet die Hand gewinnen. Überraschend finde ich jetzt auch allerdings den Fold von UTG, vom Big, mit König Dame. Nachdem er selber dort geraced hat und dann gleich auf dieses Min-Race zu folden, halte ich dann doch etwas für zu tight. Aber ich würde gerne wirklich mal wissen, was denn unsere Zuschauer von Min-Races oder Min-3-Bets hier an diesem Tisch halten. Ja. Vielleicht haben die ja noch andere Ideen, welchen Sinn das vielleicht macht. Und die Siemer folden, Ass-Bube gewinnt, Top-Paar reicht aus. Ja, und der Adelbert fragt hier gerade, Tag 1a, wenn ich den überstehe, kann ich auch einen Tag 1b spielen, ist ja gar nicht notwendig. Also wenn du Tag 1a überstanden hast, dann kannst du normalerweise den 1b nur spielen, wenn du deinen Stack direkt nach Tag 1a aufgibst. Also Bust oder Surrender, das ist die Regelung. Ja, du kannst natürlich, klar, wenn du jetzt jemand siehst, aha, ich komme in den nächsten Tag rein, aber ich habe jetzt meinetwegen nur noch einen einzigen Jeton vor mir, mit dem habe ich wenig Zukunft in Tag 2, kannst du deinen Stack aufgeben, also Surrender beim Stack und dann spielst du halt nochmal Tag 1b. Man kann ja jeden Tag zweimal einsteigen, also jedes... Das, zwei Entries. Das heißt, insgesamt kann man 8-mal versuchen, in den zweiten Tag zu kommen, um dann um die 50.000 zu spielen. Ja, mindestens 50.000. Also ist die Garantie. Ist ja das ist die Garantie. Also wir haben ja gestern hier fast 300 Spieler gehabt. War ja auch beim 199er von Saturday's Deep Stack waren 50.000 garantiert. Waren fast 300 Spieler hier bei uns im Haus. Und da hast du natürlich dann immer die Frage, okay, wie viel Geld kommt da eventuell zusammen, aber man kann beim Kings ja davon ausgehen, Preispool, der stimmt immer. Also das ja, diejenigen vor allen Dingen, die in den letzten Wochen noch nicht hier gewesen sind, es ist einfach schon mal eine wahnsinnige Atmosphäre, wenn man sieht, dass unten die Halle komplett voll ist. Also das macht dann schon Spaß, hier reinzukommen und zu spielen.
und sich das Ganze anzuschauen und vielleicht auch noch ein bisschen Geld mitzunehmen? Ja, schöne Frage. Philipp bei uns jetzt hier im Chat auch dabei. Ja, Grüße auch zurück, Philipp. Grüße, Grüße. Und könnte man für mich noch einmal Varianz definieren? Das ist interessant. Was ist Varianz, Sven? Wie variiert er denn das? Ja, kurze Frage an dich als Experte. Was ist Varianz? Jetzt bin ich der Experte. Wie definiert man es? Gibt also es wirklich eine Definition da für dieses Wort beim Pokern? Gibt es mit Sicherheit. Also würde mir so nicht einfallen. Also für mich ist Varianz ein anderes Wort für Glücksfaktor. Also ich habe jetzt letztens ein Buch gelesen. Dort stand beim Live-Poker braucht man ungefähr 100.000 Hände, um die Varianz aus dem Spiel zu nehmen und zu schauen, ob man wirklich Spieler ist, der auch Geld verdient oder ob man langfristig wirklich Geld verbrät und an die Gegner das ausschaltet. 100.000 Hände braucht man schon eine ganze Weile, um die Varianz dann zu eliminieren. Ja, da musst du schon die ganze Zeit am Tisch sein. Nicht? Also das ist schon heavy und diese großen mathematischen Abbildungen, nicht? Also diese riesige Zahl an Händen erreichst du sicherlich nur im Internet. Also das ist im Live-Poker sicherlich kaum zu schaffen. Außer natürlich, klar, über Jahre hinweg, wenn du spielst, aber diese wirklichen schnellen Abbildungen, wenn ich dann sehe, Zoom-Poker im Schnellverfahren werden da tausende von Händen in einer Session gespielt, das kannst du natürlich im Live-Poker nicht leisten. Das sind sowieso zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich habe mir angewöhnt, wirklich tatsächlich jede Hand oder jede Session aufzuschreiben. Ich habe eine schöne kleine App auf meinem Handy, trage da ein, wenn ich mich an den Tisch setze, mit wie viel, was ich für Blind spiele und auch wann ich dann wieder vom Tisch gehe. Und beim Live-Poker? Beim Live-Poker mache ich das auf jeden Fall bei wirklich jeder Session. Kann dann wirklich genau sagen, wie viel ich dann verloren oder gewonnen habe. Und ich habe, als ich das jetzt mit den 100.000 Händen gelesen habe, einfach mal so durchgerechnet ungefähr, komme ich in den letzten 2 Jahren, glaube ich, tatsächlich auf ca. 20.000 Hände, die ich dann gespielt habe. Da ist die Varianz dann laut dem Buch noch lange nicht raus. Also du bist, also im Moment ist bei dir alles noch unklar, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ich weiß noch nicht, ob ich ein guter Spieler bin. Du weißt überhaupt nicht, ob du ein guter Spieler bist. Ja, wunderbar, jetzt haben wir es doch. Naja, aber da können uns sicherlich die Kollegen von der Online-Fraktion da besser auch Infos geben, also die Varianz und natürlich diese riesige Zahl an Händen, die du spielen musst, um das zu checken. Wobei ich ja immer sage, ihr seht es ja auch selber hier, zwischen Live- und Online-Poker ist ja ein riesen Unterschied. Also was online sofort im Markt wandert, das ist hier vielleicht sogar eine Bombe, also die Leute auf Ideen bringt. Ein ganz anderes Spiel, was da stattfindet. Gar nicht vergleichbar, allerdings eben halt auch, wie gesagt, mit der Frage nach der großen, großen Zahl, also wie erreicht man die? Ja, die Varianz, um die vielleicht etwas zu minimieren, ist natürlich ganz wichtig auch, dass man das Bankroll-Management beherrscht. Ja, aber hier kommt ja erstmal die richtige harte Erklärung vom Thorsten, vom Battle, die Varianz ist die Abweichung vom tatsächlichen Normalwert, egal ob Plus oder Minus. Also das ist natürlich, ja, scharf wie geschnitten Brot, würde ich mal sagen. Da hatte die Erklärung, vielen Dank dafür. Also das erklärt alles wirklich in einem einzigen Satz. Die Abweichung vom Normalwert. Jetzt fragt sich nur noch, Battle, was ist denn hier eigentlich normal? Bei Cash ging es nicht allzu viel. Ja, der Philipp, ja. Ja, danke, der kleine Insider. Danke dir, Philipp. Ja, der Ari sagt das auch nochmal. Also die wird nicht eliminiert, sondern sie, mit der Zahl der Hände, die du spielst, also mit dieser Steigerung heraus, wird eben halt einfach diese Normalverteilung dann erreichen. Ja, natürlich, das fällt dann an die deutsche Normalverteilung irgendwann. Dass du dich immer mehr diesen Man Ideal nähert sich dem Normalwert halt immer weiter an und aussagekräftig wird es halt, je mehr Hände man ganz einfach spielt. Und bei den 100.000 Händen ist das dann im unter einstelligen Prozentbereich, sodass man dann schon eigentlich ziemlich sicher sagen kann, jetzt hat man einen Wert, mit dem man arbeiten kann.
Ja, und hier haben wir den 7 Under gegen den Hammoudi. Und der Hammoudi nimmt hier die Chips mit, das Ass hinten raus. Reicht ihm dafür, das kommt. Und aber der 7 Under, der lässt ja auch nichts ein. Und der Dennison, ja, wir sehen das hier, 1260 Euro hinten. 7 Under auch rund 800 im Brand. Miami Guy, also knapp 400. Also noch nichts wirklich Gewaltiges passiert. Heißt natürlich bei Cash Kings noch gar nichts, da kommen ja noch einige Hände. Aber was auf jeden Fall noch kommt, Leute, und das bitte dick und fett im Terminkalender eintragen. 30. Juli bis 3. August, deutsche Pokertour hier bei uns im Kings. 100.000 Euro garantiert, 195 Euro das Buy-In. Schaut einfach vorbei bei uns auf pokerroomkings.com, da habt ihr den Schedule schon online. Solltet ihr nicht verpassen, tolles Turnier, tolles Event hier bei uns. Ende Juli geht's los, deutsche Pokertour im Kings. Und es wird natürlich sehr, sehr interessant werden, denn die ganzen Omaha-Spezialisten sind auch da. Richtig. Sehr, sehr interessante Cash Games wird es da geben und natürlich auch das Main Event, das Omaha Main Event mit 2200 Euro Buy-In. Gibt es auch schon zwischendrin Satellites für, genau, auch für 220 Euro beim Satellite qualifizieren. Wird mit Sicherheit eine interessante Angelegenheit gegen diese wirklich starken Spieler, die wir ja erwarten können, anzutreten. Unter anderem ja auch dabei der Weltmeister, also der WSOP-Sieger von 2012. Unser ehemaliger Weltmeister ist dabei. Sicherlich wird sich Leon das auch nicht nehmen lassen. Kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht auch da die ein oder andere Hand spielt. Und aber Jan-Peter Jachtmann natürlich, ja, wie sagt man das eigentlich? Ist man ehemaliger Weltmeister? Ist man Weltmeister? Gibt man den Titel ab? Also für mich ist er nach wie vor der WSOP-Champion im Omaha. 2012 ist das geworden in Las Vegas. Hat es damals gewonnen, Jan-Peter Jachtmann. Ich glaub, bleibt man Champion? Ich würde sagen, beim Poker, man bleibt Champion. Oder wird man da wirklich abgelöst? Na, man wird schon abgelöst, natürlich. Aber die Definition ist jetzt, glaube ich, nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist einfach wirklich, dass man im Endeffekt allen gezeigt hat, man war Weltmeister, man hat dieses Bracelet, man kann dieses Bracelet zeigen. Und das ist ja schon eine beeindruckende Leistung, die er da hingelegt hat. Am zweiten Tag, ohne Frage. Ich hatte das Glück, dabei zu sein. In Las Vegas. Ich war dabei, vor allen Dingen auch bei der Party. Ja, bist du denn? Also du warst dabei, als der Jan-Peter Jachtmann das da klar gemacht hat. Genau. Es war sehr, sehr schön, weil vor allen Dingen ja auch oft in den Medien ja dann, gerade in den letzten Wochen ja auch gesagt wird, dass es das Poker so egoistisch ist und da hat man wirklich gesehen, die ganze deutsche Fraktion hat natürlich mitgefiebert, hat ihm das wirklich auch von Herzen gegönnt, dass er das da schafft und Underray mitgefeiert, die anderen Spieler teilweise von den anderen Turnieren, obwohl sie in den anderen Events gerade drin waren, sind am Final Table immer früher vorbeigekommen, haben mitgefeiert, angefeuert. Also da hat man gesehen, dass es nicht wirklich nur egoistisch ist, dieses Spiel, sondern dass man sich auch mal für andere freuen kann und wir gönnen das dem Jan auf jeden Fall. Ja, so wie ich gönne es jedem, der gewinnt. Also ich zum Beispiel bin da völlig neutral. Ich freue mich für jeden, der gewinnt und leider auch mit jedem, der verliert. Ja. Aber wie gesagt, das könnt ihr alles hier erleben im Kings Ende Juli. Die Omaha-Woche, die Omaha Cash Game Week hier bei uns. Präsentiert vom Weltmeister von 2012 im Omaha, von Jan-Peter Jachtmann. Aber hier und heute bei Cash Kings, No Limit Hold'em, 15 die Blinds. Mit Minimumauflage 1000 Euro wird gespielt und wir sind in der 32. Hand. Die Action ein bisschen abgekühlt im Moment in den letzten Händen. Sind auch nicht mehr ganz so viele gute Hände da unterwegs gewesen. Aber wir haben ja gerade mal ungefähr anderthalb Stunden hinter uns. Ja, da kommt ja noch einiges. Also das ist ja normal. Ich meine, da kann ja nicht jedes Mal ein Monster unterwegs sein. Aber hier natürlich eine schöne Konstellation, weil Manfred mit der 10 jetzt sein Top-Paar trifft. Kaum sage ich, es wird schon wieder interessant. Und Sascha das Set floppt.
Und das ist insofern wieder diese Frage von mir eben halt, mit was für Händen spielst du da eigentlich mit? Jetzt kommst du ja wirklich in Schwierigkeiten, du triffst also da ein Top-Paar, weißt natürlich nicht, ist ja klar, dass hinter dir eben halt eine Bombe sitzt. Und jetzt ist die Frage, also verbrennst du da nicht eben halt im Verhältnis gesehen zu oft Geld? Mit solchen Händen ist es da besser, vielleicht sogar Preflop das Ganze gleich aufzugeben, also sich das alles zu sparen, diesen ganzen Stress. Na, aber das Ganze könnte ihm ja natürlich auch mit einer besseren Hand jetzt passieren. Nein, in Position will ich natürlich auch schon Hände spielen, die vielleicht nicht ganz so stark sind. Und an dem Tisch, warum nicht? Also 10-7 ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingshand, aber er kann sie auch, wie man sieht, relativ schnell aufgeben gegen seinen Gegner. Ich denke, den Button zu spielen ist hier nicht unbedingt verkehrt. Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Was ist eure Meinung? Schreibt uns hier im Chat. Was denkt ihr, kann man aus der Position heraus praktisch jede Hand aggressiv anspielen oder sollte man da tatsächlich ein bisschen bescheidener werden? Also sprich seine Range ein bisschen eindämmen, dass man immer sagt, okay, also es muss schon etwas sein wie Ass plus irgendwas. Das brauche ich schon oder zumindest zwei Facecards, dass ich hier eben halt wirklich auf den Action-Knopf drücke. Ja, es gibt ja natürlich viele, viele unterschiedliche Ansätze. Und es kommt dann natürlich auch darauf an, wer denn jetzt da tatsächlich in dem Blind sitzt. Und beim jetzigen Big Blind eben, beim 7 Under, kann man natürlich auch mit relativ losen Calls rechnen, sodass dort interessante Konstellationen zustande kommen. Schöner Flop hier für die Buben. Ja, jetzt bei den Overcards beim Sascha und der Dennison mit den Jacks natürlich relativ safe. Und jetzt dann die Frage, bleibt er jetzt mit den Overcards dabei? Ich muss sagen, an der Stelle normalerweise kann man es ja schon aufgeben. Ziemlich hohe Bet auch, 95 im Pot. Er spielt 90 an. Naja, er muss natürlich auch mal ein bisschen Geld gut machen jetzt mal, aber langsam aber sicher. Also er ist ja doch relativ weit hinten. Und muss natürlich irgendwie mal diese Spots finden, wo er einfach sagt, okay, mein Gegner hat was, aber ich bin eben halt jetzt besser und jetzt kriege ich mal die Marie da rein. Ja, ganz so einfach geht es ja meist nicht. Erzwingen funktioniert relativ selten. Im Gegenteil, verliert man dann doch eher mehr, als man dort gewinnen kann. Wie dem auch sei, hier bei uns also diese Woche nochmal dran die Erinnerung. Just Poker nicht verpassen, Main Event 50.000 Euro garantiert. Am Mittwoch das Opening Event mit 6.000 Euro Garantiesumme findet ihr alles bei PokerRoomKings.com. Und heute Abend um 21.30 Uhr auf PokerStars das Satellite zum GCOP Main Event. Ja, das erste Satellite ist ja schon gestartet um 19.45 Uhr vor einer knappen Viertelstunde. Genau, das Main Qualifier zur GCOP und also Satellite, sorry, dazu für das Main Qualifier und das Main Qualifier selber geht dann los, das hier 154er, das startet um günstiger und einfacher kann man wirklich nicht zur GCOP bekommen. Ne, und du kannst jeden Tag auf Feeder spielen, die kosten dann 3,30 Euro, also das ist nämlich schon mal eine Offerte, die man annehmen kann. Und auch die Offerte solltet ihr nicht verpassen, 1. bis 3. August hier European Masters Series of Pot Limit Omaha. Wir haben das schon gesagt gehabt mit dem Main Event 2200 Euro Buy-In, aber vor allen Dingen hier die High Roller Week mit Weltmeister Jan-Peter Jachtmann, dem Ex-Weltmeister Jan-Peter Jachtmann von 2012. Wie man sagt, die Leistung, egal ob Ex oder ob man jetzt ihn immer noch Weltmeister nennt, die genau. Leistung bleibt die gleiche, ist bei dem Teilnehmerfeld, was dort ist, beachtlich. Und hier haben wir schöne Konstellation jetzt mit Danielson. 5-3 in Herzflop. Den Flushdraw allerdings mit den paar Zehner auf dem Board. 7-Under verfehlt das Board. Nicht zum ersten Mal heute, aber könnte das Kommando eventuell übernehmen mit Ass. Bube nicht ganz so schlecht. Also kann er sich vielleicht mit den Overcards auch was ausrechnen, dass er da vorne sein kann. Er spielt es an mit 25. Hier ist ein bisschen wenig, kann ich mir vorstellen, dass der Danielson das sogar noch bezahlt.
um sich die Riverkarte anzuschauen, und das tut er dann auch. Ja, aber das hilft ihm jetzt nicht weiter, und jetzt wäre Danielson, sollte jetzt 7-Under checken in der Situation, dass er eventuell da was aufziehen könnte, aber nein, das endet dann hier mit Check, Check und das Ass ist gut. 7-Under. Der Marek, der holt sich hier den Pot. Hier an dieser Stelle natürlich noch etwas, was ich unbedingt loswerden muss. Ja, das ist natürlich das Lob. Fußballweltmeisterschaft. Deutschland Fußballweltmeister in Brasilien geworden. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Man kann das ja gar nicht kaum genug sagen. Wer da ganz vorne gelandet ist. Ja, allerdings muss ich ja gestehen, maßlos. Ich war vor 3 Wochen das letzte Mal hier bei dir. Und wir hatten so ein wunderschönes Tippspiel. Genau. Wir haben einen Tippschein abgegeben. Leider hat ihn ja wieder Jens abgegeben. Ja, das ging ja voll in die Brutze. Genau. Aber das werden wir demnächst wiederholen. Das Phrasenschwein wird zurückkehren. Das machen wir in der nächsten Ausgabe von Cash Kings. Da ist es dann wieder dabei. Ja, da werden wir dann so richtig hier reinballern und wieder einen Schein oder eben halt irgendetwas Nettes, eine kleine Sportwette abgeben, die wir dann diesen hoffentlichen Gewinn wir dann einer gemeinnützigen Organisation spenden. Ja, und selbst dann irgendwann müssen wir eigentlich ja auch mal ohne Fußballverstand durch Zufall einfach schon mal richtig liegen dann. Wir können ja auch dann ganz einfach wieder das Finale tippen, denn die Deutschen spielen ja gegen Argentinien demnächst wieder. Freundschaftsspiel, ich glaube in Düsseldorf. Bist gut informiert, aber Freundschaftsspiel, das ist doch... Nee, das kann man doch nicht wirklich. Nee, also irgendwie muss er ja schon ein bisschen Wettbewerb sein. Also Freundschaftsspiele im Fußball, das ist doch ein Poker mit Play Money. Also das ist Argentinien gegen Deutschland wirklich ein Freundschaftsspiel, vor allen Dingen nach dem Finale. Ja, warum denn nicht? Ich meine, also. Und nach dem Tanz? Man muss das ja alles sportlich sehen. Ja, und das aus das sehe ich sportlich, warum denn nicht? So ein bisschen Freude über den eigenen Sieg und Schadenfreude über die Niederlage des Gegners, das schade ich denn auch nicht, solange sich das in Grenzen hält und das ist sich alles noch gegeben. Aber wie gesagt, wir werden das Phrasenschwein zurückkommen lassen, dann da reinballern und dann werden wir eben halt was Schönes machen für eine gemeinnützige Organisation. Und auch in der kommenden Woche hier bei Cash Kings ein großes Verlosungsspiel werden wir anleiern. Leute, könnt ihr euch jetzt schon mal darauf einstellen. Da könnt ihr auch nochmal riesig abräumen, da geht es nämlich auch Richtung GCOP. Jawohl, da werden wir ein riesiges Gewinnspiel machen hier für euch. Da könnt ihr richtig abräumen. Und Danielson jetzt mit Assen, der 3-Bet. Aber den Big, den kriegt er jetzt in dem Falle nicht weg mit 10-8. Interessanterweise das erste Mal, dass er jetzt die 3-Bet auch wirklich callt. Ja, mit der schlechtesten Hand. Sonst hat er immer bessere Hände weggeworfen. Und gegen einen Spieler, der bis jetzt so viel ja in letzter Zeit auch nicht gespielt hat. Also doch etwas tighter agiert. Callt er dann mit 10-8 out of position, finde ich nicht so gut. Offensichtlich hat er jetzt keine Lust mehr, nach 3 Bets wegzuwerfen, aber muss es jetzt auf den Flop tun. Ja, und der verfehlt das Board ihm halt komplett und hat da eben halt wenig Möglichkeiten. Auf der anderen Seite kann er froh sein, dass er eben halt nicht irgendwas trifft, um das vielleicht noch richtig teuer zu machen. Also das ist sehr schwierig. Was hat da gepiept? Was war das? Was war das aus der Technik? Ah, alles klar. Seht ihr, Handys haben wir hier auch. Das gibt's doch gar nicht. Und das Ding geht auf Akku-Leerstand. Also schnell irgendwo angestöpselt, sonst ist das Ding gleich aus. Aber es ist eh aus, keine Panik. Alles umgeleitet. Hier wird nichts klingeln. Und den Ton, den werden wir diesem Gerät jetzt auch abdrehen. Jawohl. Gemacht. Und hier die kleine Anblendung. GCOP, Leute. Wie gesagt, im August geht es hier ab und jetzt Ende Juli muss das auch, Poker gestehen, bei uns. Die letzte GCOP ist irgendwie auch gefühlt schon wieder deutlich zu lange her.
Ja, also die kommt ja immer so ein bisschen, also vom Abstand her bei alle dreieinhalb Monate, ne? Also das ist so ungefähr so das, was wo man sich darauf einstellen kann. Zwei Monate, Entschuldigung. Und aber zwischendrin gibt es ja immer wieder Mörder-Events und eins davon, und das müsst ihr euch natürlich auch mal ganz, ganz groß anschauen bei uns auf der Seite. Das ist natürlich das Rankingless Tournament. Das ist am 1. August hier bei uns im Haus. Da könnt ihr es checken auf pokerroomkings.com über Rankinglist, ob ihr in der Rangliste dabei seid, also als Turnierspieler, und ob ihr auch eine Ausgangsposition habt, oder zu qualifizieren. Am 1. August geht es hier um Preise von 50.000 Euro. Das ist also mit 20 Euro Fee für die Spieler. Das ist also für die Deckung der Dealerkosten. Selbst wenn man jetzt noch nicht dabei ist, man hat ja noch bis zum 31. die Chance, dabei zu sein und unter die besten 200 zu kommen. Genau, die besten 200 sind qualifiziert, und bis zum 31.07. kannst du Punkte sammeln. Bist dann dabei, und die Preise sind ja nicht zu verachten, also über 50.000 Euro insgesamt. Gibt Cash für die ersten Spieler und eben halt 30 Mal Tickets für die G2P fürs Main-Event. 1.100, also das ist schon nicht schlecht für mal nebenbei gespielt. Ja, einfach jetzt bei Just Poker am Wochenende vorbeikommen, das Turnier gewinnen. Ach nein, ist ja schon vergeben, der erste Platz. Aber Zweiter werden sollte auch reichen, um in die Top 100 zu, Top 200 zu kommen. Genau. Solltet ihr nicht verpassen, schaut doch mal rein, ob ihr da qualifiziert seid. Die Abstände sind gering. Das heißt, es kann sich ja so jeden Tag auch noch verändern, je nachdem, wo man eine Platzierung macht. Vielleicht braucht man noch ein paar Punkte, um ganz safe zu sein. Vielleicht ist man schon so gut dabei, dass man sagt, nee, da bin ich auf jeden Fall drin. Aber auf alle Fälle 50.000, wie gesagt, im Preispool am 1.8. solltet ihr nicht liegen lassen, sofern ihr euch qualifiziert habt. Und da kommt der Chef noch einmal mit einer kurzen Bemerkung zur Varianz, und der sagt einfach, die ist überschätzt. Das ist die Definition, die Varianz ist überschätzt. Ja, kenne ich mich zu wenig aus, bin da zu wenig Mathematiker. Ich glaube, am Ende des Tages tatsächlich, da musst du ja riesige Wolken abbilden, also mathematisch, also Zahlenwolken, wie viele Hände hast du gespielt und wie hast du vor allen Dingen diese einzelnen Hände gespielt, und das ist ja letztlich dann der Gradmesser. Also wie hast du sie gespielt? Was hast du mit den vermeintlich schlechteren Händen verloren? Was hast du mit den vermeintlich besseren Händen gewonnen? Und wie hältst du da die Balance zwischen Gewinn und Verlust? Ist das so gut ausgedrückt oder ist das zu laienhaft? Ich denke, viel wichtiger als die Varianz zu beachten, ist einfach wirklich das Bankroll-Management und sich selber zu beachten. Alles, was man an Poker ausgibt oder auch gewinnt, dass man wirklich das regelmäßig aufschreibt, sich selbst nicht belügt und dann wirklich darauf achtet, ob man im Plus oder im Minus ist. Und ja, Bankroll-Management ist das A und O. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, während wir hier wieder eine harte Aktion sehen vom 7-Under, der auf diesem Board den Hamudi, der ja nun immerhin das Mittelpair und den Flush-Draw gefloppt hat, eisenhart raced. Aber in dem Falle geht der voll aufs Gas drauf, bringt das Re-Race und 7-Under steigt aus. Also ich meine, der Marek, der ist ja schon bereit, da ja einiges zu unternehmen, um so eine Hand zu gewinnen. Und da merkt man ja auch ein bisschen seine Qualität, also dass er sofort erkennt, aha, hier kann ich eben halt eventuell einen starken Bluff aufziehen, der den anderen vertreibt. Allerdings müssen wir natürlich auch konstatieren, 675 ist er im Moment hinten. Großer Gewinner aktuell auf Platz 6, der Sascha mit 1.170. Und Il Presidente, der sich ja massiv zurückgenommen hat, 1.400 Euro vorne bei uns am Tisch. War ja anfänglich extrem aktiv. Ja, und kaum habe ich es gesagt, reicht er schon wieder zu den Chips. Ja. Da ist er schon wieder, Il Presidente, mit Ass 4. Kommt das Race. Alle steigen aus. Findet er keinen Kunden? Doch, da hat er einen, und zwar bei Marek. Ja, er muss natürlich jetzt den versuchten Bluff wieder zurückholen, und deswegen der Call und. Ja, sieht schlecht aus. Il Presidente, Button Pair getroffen mit Ass Kicker, aber 7-Under mit 2 Paar unterwegs. Ja, und jetzt sieht man aber das Problem von solchen Calls von Bube 7. Es kommt nicht wirklich Geld rein, obwohl er deutlich die bessere Hand hat. Es geht Check, Check auf Flop und Turn, und erst auf dem River wird angespielt. Man kann halt mit diesen Händen dann meist, wenn man so mittelmäßig trifft, nicht wirklich viel gewinnen. Ja, macht dieser Call da eben von Il Presidente Sinn? Ich meine, er hat das Button Pair gehabt, jetzt kommt alles an, Straße kommt an, jede Overcard schlägt ihn, und er zahlt dann trotzdem noch den 50er, oder ist das einfach nur so, ich will mal sehen, was du da gespielt hast?
Ja, sicherlich auch, obwohl ich hätte da in dem Moment nicht gecallt. Irgendwas wird der Marek da schon haben, weil ich denke nicht, dass er in diesen kleinen Pot da reinbluffen würde. Der Chef fordert Jens Knosalla bei Cashkings am Tisch und Scotty. Ja, Scotty ist natürlich immer ein Fixpunkt bei Cashkings. Auf jeden Fall. Keiner macht mehr Action, glaube ich. Nee, also spielt wahnsinnig viele Hände und ja auch eine, also der Begriff Range, der entfällt ja bei Scotty. Es gibt keine Range, also jede Hand ist spielbar. Definitiv, ja. Also seine Range ist alles. Alles. Ja. Und wir haben da ja schon einige, also ganz außergewöhnliche Aktionen gesehen. Aber und das zeigt ja auch den Scotty aus, also dass der auch in der Lage ist, sowas zu spielen. Und ich habe auch schon etwas her, auch beim Cash Kings, eine Hand vom Scotty gesehen und daran sieht man, dass er doch Ahnung hat vor dem Spiel und das nicht einfach nur wild drauf losballert. Und zwar hat er dort, kann ich mich erinnern, Ass-Dame auf dem Flop gefoldet, relativ trockenes Board mit Treffer, also Top-Pair und foldet auf dem Re-Raise dieses Top-Pair mit Top-Kicker. Zu Recht, denn sein Gegner hatte tatsächlich, ich glaube mit Dame 3 oder Dame 7 Two-Pair gefloppt. Scotty ist einfach auch ein Spieler, der sich die Gegner anschaut und die Gegner halt spielt. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das kann er sehr gut. Ja, und der Chef, der sagt dann eben halt, es geht ja nicht nur um die Hände, es geht ja auch ein bisschen um Trash-Talk. Ja, ich meine, da hast du sicherlich recht. Also die, ja, deswegen brauchen wir den Jens. Der Table-Talk, der ist, wie sagt man das, also gar nicht trashy. Also die unterhalten sich natürlich, die Leute, ist klar. Sie unterhalten sich heute deutlich weniger als in anderen Ausgaben, das muss man wirklich sagen. Aber vor allen Dingen ist es nicht Trash. Aber vielleicht können wir da Abhilfe schaffen. Sven, also Trash da einfach mal ein bisschen drauf los und dann kriegt der Chef das, was er verlangt. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, der Jens, der wird in einer der nächsten Sendungen, ist der wieder dabei, ja? Also das, also als Spieler. Ich bin überzeugt, dass der Jens demnächst wieder dabei ist, zumal er erst am Wochenende auch die Karten wieder in der Hand hatte, so ein bisschen Blut geleckt hat, also das wird sicherlich nicht lange dauern, dass er beim Cash Kings auch wieder vor der Kamera zu sehen ist. Ja, und mit seinen jungen, zarten 28, da muss man ja auch ein bisschen zurückhaltender sein. Ne? Ist er echt noch unter 30? Ja, ist er. Er ist es, also Jens, wenn du uns zuhörst, also ne, jetzt wissen es alle, 28 ist er, der Jens Knosalla. Und ich hoffe, dass wir ihn... Wohl, beim letzten Mal hat er, glaube ich, nur Asse gespielt, oder? Kann mich dran erinnern, zweimal große Potte. Da hat er irgendwie einen riesen Hit gelandet mit einer doch außergewöhnlichen Hand. Also wo er praktisch tot war und die Zauberkarte kommt. Aber das ist eben halt auch völlig normal. Ja, das ist völlig normal. Ach, hör doch auf, Mensch, der ist keine 28. Doch ist er. Also, wir können ja nächstes Mal einfach den Ausweis hier einscannen. Ja, genau. Ich glaube, das war manchmal auch nicht, aber es ist tatsächlich so. Ja, aber das heißt ja nichts. No? Das heißt ja nichts. So, machen wir hier mal weiter. Was geht ab? Was ist hier die Action bei Cash Kings? Und ihr könnt weiter eure Fragen stellen. Hier bei uns im Chat. Zu upcoming Events, zur Sendung selber, natürlich ist auch klar. Und auch zu dem, was euch in den nächsten Tagen, Wochen hier im Kings Casino erwarten wird. So, hier eine Konstellation, die wenig Action bringen wird. Also jetzt vom Flop natürlich interessant mit Ass-Dame, aber an der Stelle, okay, jetzt hat der Miami Guy überhaupt nichts getroffen und
Der Manfred, der, da reicht es schon, wenn der einfach demonstrativ die Chips ein bisschen zurücklegt und dann kommt der Fold. Kann man das Rauchen am Tisch verbieten? Hier bei Cash Kings wird ja nicht geraucht. Also wir haben das einmal gesehen, aber das war eher ein Versehen des Spielers. Das der, Rauchen ist ein Versehen des Spielers, auch nicht schlecht. Ja, es war tatsächlich. Also der war so fixiert in seinem Game, dass er dann zur Zigarette griff und sich da eine ansteckte. Aber normalerweise hier bei Cash Kings wird nicht geraucht. Ja, finde ich auch gut bei den Turnieren. Ich bin auch selber Nichtraucher. Ist sehr, sehr angenehm. Ohne den lästigen Qualm die Turniere zu spielen. Warum kann man nur 1-3 Cash Game spielen? Bah, das, ja, was heißt warum nur? Also ich weiß, in Österreich wird ja 1-2 gespielt und hier bei uns wird 1-3 gespielt. Am Ende des Tages macht das kaum einen Unterschied, weil du hier bei uns einen 100 Euro als Minimum Stack hast bei den 1-3 Tischen. Also du kannst auch 2-5 spielen, das ist ja auch 2, kein 5, Problem. Also nach oben gibt es ja nichts. Aber es geht wahrscheinlich, wenn ich das richtig hier von Peter verstehe, die Frage um eben halt, warum nicht 1-2 gespielt wird. Und wenn ich mich da richtig entsinne, ist das tatsächlich dem Umstand geschuldet, dass man aus den Staaten gekommen ist. Also weil in den Staaten da auch jemand... Ich habe es in den Staaten auf jeden Fall als 1, erstes gesehen, 3, ja. ...gespielt wurde und das ist hier übernommen worden. Also das Kings ist ja sehr, also sehr... US-lastig, also vom ganzen Style her, auch mit dem Umstand, dass du hier in Freizeitkleidung ankommen kannst und so weiter. Also es ist ja eher wie in den Staaten. Ja, man muss sich ja auch irgendwann für eins entscheiden. Und das ging halt sich halt hier für 1-3 entschieden. Ich glaube, wenn du jetzt hierher kommst und sagst, hier, ich bin mit 10 Freunden hier, wir wollen einen Tisch haben und wollen 1-2 spielen, wird sicherlich hier keiner was dagegen haben und dann könnt ihr natürlich auch 1-2 hier spielen, aber grundsätzlich 1-3 hier ja. Im Kings, das was ja am gängigsten ist, 2-5 natürlich auch noch was viel gespielt wird, ja. Und am Wochenende dann noch etwas höher. Der Adelbert, hier zum Thema Rauchen nochmal, also im Turnierbereich ist Rauchen nicht gestattet, im Cash-Game-Bereich ja. Also, dass im Turnier zugequalmt wird, das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Beim Cash-Game auf jeden Fall. Das ist durchaus möglich, das will ich gar nicht abstreiten. Und der Peter fragt hier nochmal 100 bei 1-3. Genau, das ist Minimum. Es gibt ja kein Max. Also, du kannst dich da auch mit einem Tausender hinsetzen, wenn du möchtest. So, was haben wir hier noch? Die Frage zum T-Shirt von Marek. Philipp, frag ihn selbst. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist dann wohl eher so, das vielleicht die Farbe gleich ist, aber das ist gleich T-Shirt, das ist glaube ich niemals. Trotzdem, schöner Einwurf. Normalerweise ein Ding natürlich hier für die Sonderspendenkasse bei uns. Phrasenschwein, ja, zu den T-Shirts von Marek. Geil. So, was haben wir noch? Was wollt ihr noch wissen? Schreibt im Chat. 46 Cent hier bei Cash Kings. 15 wird gespielt, No Limit Hold'em. 1000 Euro Minimum Buy-In. Und wir sind beim Big. Und der kommt mit Ass König. Das ist jetzt wohl die Hand. Ja, endlich mal wirklich eine Hand bei ihm. Im Moment waren es ja doch tatsächlich dann die meiste Zeit so mittelmäßige Hände, die teilweise dann auf der 3-Bet ja schon gefoldet werden mussten. Und das ist jetzt natürlich für ihn jetzt interessant, dass er gegen Dennison, also mit Bube 9, jetzt einen Spot kriegt. Und das ist ja furchterregend. Der floppt direkt die Straße, der Dennison. Und der Big hat den König. Das heißt, er braucht zwingend einen Jack, dass er die höhere Straße da bauen kann. Ansonsten wird er jetzt relativ viel Geld verlieren, würde ich mal so prognostizieren wollen. Ja, so schnell wird er die Hand sicherlich nicht loslassen. Das Hintergrundgeräusch. Ah, okay. Also einmal Adelbert nochmal zum Thema Rauchen. Ja, stimmt, dass wenn ein Turnier vorne gespielt wird im Casino-Bereich, weil im Casino-Bereich. Ja, in der Woche die kleinen Turniere, dort kann geraucht werden. Das stimmt. Aber dort hinten im Turnierbereich dann normalerweise nicht.
So, und Philipp, beim Thema. So, dann haben wir, ja, das Hintergrundgeräusch, ja, das ist die Mischmaschine, haben wir schon gesagt gehabt. Die ist rechts vom Dealer. Das sehen wir, wenn die Kameraeinstellung von oben darauf kommt, also rechts vom Dealer ist das, und da kann man es sehen, nee, aus dieser Einstellung nicht. Und die bereitet ja schon das nächste Kartenpaket vor. Während die Hand läuft. Wir werden aber mal schauen, ob wir das in irgendeiner Form abdämmen können. Und jetzt geht alles rein. Natürlich, klar, kein Problem. Da geht alles rein. Und da kommt die Bombe. Ach du heiliger Vater. Und Big räumt hier Big ab. Der hat mit Asskönig noch den Buben bekommen, den er braucht. Also drei noch im Deck. Der eine, den er braucht, kommt. Und Danielson, tja. Tja, da ist... Sehr, sehr glücklich gewesen. Da sieht man es auch. Da ist so ein bisschen, bups, die Luft raus. Ich meine, er sitzt noch aufrecht im Sessel, aber das muss einen doch normalerweise schocken. Straße gefloppt. Du bist himmelweit vorne. Der hat nur noch drei Buben im Deck, die ihm da die bessere Hand machen können. Das ist wahnsinnig hinten und der kommt sofort eingeschlagen am Turn. Ja, überraschend, dass er nicht eigentlich sogar der Snapcall mit Bube 9 gleich kommt. Er hat tatsächlich Angst vor Ass-Bube gehabt. Callt natürlich dann mit Bube 9 und erlebt dann auf dem Turn das Desaster. Tja. Tja, Danielson jetzt 1-8 im Brand. Big macht ordentlich Geld gut hier jetzt vorne. Ja, Big, bisher hat er sich runterblinden lassen. Ja, seine Hände ja auch aufgegeben dann relativ genau, fix. Genau, seine Hände relativ schnell aufgegeben. Jetzt die erste Hand, die er gewinnen kann. Etwas glücklich, aber danach fragt nachher dann keiner mehr. Ich denke, jetzt wird es wieder ähnlich weitergehen bei ihm. Warten auf die nächste gute Hand. Ja, ärgerlich für Danielson, nicht? Also das, er kriegt ja ganz gut rein, dann die Kohle und ja, kann normalerweise dem nicht unbedingt jetzt diese Konstellation geben. Nicht? Also wir schreiben dir hier als so better to be lucky than good. Ja. Slow play, Fischrad, Albert. Ja, das hat auch schon mal jemand gesagt. Ich will nicht der beste Spieler der Welt sein. Ich will einfach nur der glücklichste Spieler der Welt sein. Ist für die Finanzen sicherlich besser. Im richtigen Moment brauchst du Luck. Oder sagen wir mal andersrum, keine Varianz. Ja, keine negative Varianz. Keine negative Varianz. Ja, im richtigen Moment muss das auch mal so laufen, wie es für einen selber gut ist. Aber das macht ja auch den Reiz der ganzen Geschichte aus. Ich meine, wenn das jetzt wirklich ein völlig mathematisches Ding wäre, dann würde sich wahrscheinlich das ähnlich mal irgendwann entwickeln wie im Schachspiel. Du kannst einfach ab einem gewissen Zeitpunkt die Leute nicht mehr schlagen oder die Programme, die ja auch entwickelt werden beim Pokern, also das, was wir so gemein als Bot bezeichnen, also die einfach so spielstark sind, dass sie dich also einfach gegen die Wand schmettern und du da niemals Sonne siehst. Ja, das ist beim Pokern dann, gerade beim Live-Pokern, natürlich nicht so einfach. Also beim Schach gab es ja damals den Big Blue, der dann gegen die Weltmeister angetreten ist und tatsächlich auch mal gewonnen hat. Beim Pokern... Der hieß aber, glaube ich, Deep Blue. Deep Blue, genau. Deep wie tief. Riesige Rechenmaschine, damals noch gefüttert worden, so mit Magnetbändern und so Lochkarten. Kann man sich kaum daran erinnern, weil riesig, also ich weiß gar nicht, ein paar hundert Quadratmeter Fläche hat das Ding in Anspruch genommen. Ja, und die gleiche Power hast du heutigen Tag auf jedem Handy. Das kann man sich ja alles gar nicht mehr vorstellen. An dem Tisch ist Ty Wright, schreibt Peter. Ja, ja, vielleicht ist das der richtige Weg. Ich weiß es nicht. Also was ist der beste Weg? Also beim Cash Game? Mehr Tight oder mehr Loose? Gibt es da überhaupt etwas diskutiert? Denkt drüber nach, Leute. Kleine Pause und dann sind wir wieder zurück bei Cash Kings im Kings. Bis gleich.
Und da sind wir schon wieder zurück. Ja, Cash Games geht weiter. Table Talk hört ihr schon. Bisschen Werbung läuft noch. Und da sind wir wieder am Tisch. No Limit Hold'em 15 wird gespielt hier im Kings Casino in der High Roller Area. 1000 Euro Minimum Buy-in für die Spieler. Mein Name ist Gunter Sossner und hier bei mir Sven, DJ Babylon aus Hamburg als Co-Kommentator. Ja, heute für euch dabei. Eine Stunde haben wir noch vor uns hier bei dieser Session. Und im Moment sieht es nach einer sehr guten Partie aus für ihr Präsidente auf Platz 2, der mit 1300 vorne ist, und auch Sascha mit 1100 plus sehr gut im Rennen. Hart erwischt hat es Danielson, den Spieler, der auf der 1 sitzt oder saß, wenn wir mal gucken, müsste zurückkommen. Chips stehen da noch, der eben auch noch kurz vor unserem Break mit der gefloppten Straße gegen einen 3-Outer dann verloren hat. Ja, sehr ärgerlich für ihn. War hart, aber ich denke, sowas passiert natürlich auch. Frage war, warum geht er so lange in den Tank, um das da zu bezahlen? Also, was könnte ihn da motiviert haben? Er hatte mit Bube 9. Ja, wir haben gerade in der 10 Dame Pause König auf dem Flop die Straße gefloppt. Wir haben in der Pause gerade über die Körpersprache gesprochen. Obwohl, jetzt sehen wir da die Könige. Mal schauen, ob da was passiert. Race auf 35 mit den Königen von Miami Guy, von dem wir jetzt so nicht mehr so viel gesehen hatten. Und er bekommt auch keine Action. Ja, zurück zu der Körpersprache. Man hatte das Gefühl, dass bei ihm das wirklich der Fall ist. Er spielt offensichtlich am oberen Limit, weil wir auch ein Bankroll-Management gerade hatten. Also, ich will da natürlich jetzt nicht zu viel rein interpretieren, aber ein Marek zum Beispiel, in der Pause haben wir gesagt, unser Kollege vom tschechischen Stream sagte, bei Marek sieht es aus, als wenn er in seinem eigenen Wohnzimmer pokert. Er fühlt sich wohl, der macht auch mal, wenn er das Gefühl hat, der andere ist nicht wirklich so gut, macht dann ein Race mit 8-2. Marek fühlt sich einfach wohl an dem Tisch. Und ja, auf Platz 1 sah das nicht so aus, denn mit der Second Last Straight dort noch zu überlegen, ob eventuell mit Ass-Bube die Straße da ist, machte da eigentlich keinen Sinn. Also jetzt normalerweise raus. Direkt rein da die Kohle und Man guckt vielleicht nochmal kurz nach. Aber jetzt einfach haben wir natürlich hier Action, hör mal zu, da so ja. Die Fünfer sind Assen schon weg, aber jetzt Asse gegen Ass-König. Ass-König. Das Re-Race ist nicht zu hoch angesetzt und jetzt bin ich gespannt, wie der Manfred das macht, ob der da gleich nochmal rüber geht. Finde ich jetzt sehr, sehr interessant, diese beiden Hände, da ja beide für diese Blinds doch noch schon relativ deep sind. Obwohl, jetzt müssen wir gucken, Hamoudi, bevor ich jetzt doch was Falsches sage, aber das sind ungefähr 500 weiße. Dann doch, also 1,5 bis 1,7 sollten auf jeden Fall schon stehen. Und jetzt kommt nur der Call. Nur der Call mit den Assen. Ist das gut? Ich bin da immer so ein bisschen am Zweifeln. Und jetzt das ist ein gefährlicher Flop. Übel für Hamoudi. Er trifft den König, ist natürlich... Also hinten. So deep wie sie sind, hätte ich da nochmal geraced, auf jeden Fall mit den Assen. Jetzt spielt er aber sehr klein, 75 nur die Bet. Und der Manfred wird da sicherlich deutlich rübergehen. Was? Call, also erklär mir das kurz. Ja, das ist dieselbe Spielweise wie auf dem Flop, nur der Call jetzt. Er maut da so ein bisschen oder will da eine kleine Falle aufbauen. Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich das der falsche Weg ist. Denn mit den Assen will ich möglichst viel Geld gewinnen. Gegen einen Spieler in Position wäre für mich der richtige Weg gewesen, jetzt das Race auf dem Flop und auch weiter feuern, also vor dem Flop und auf dem Flop. Jetzt kommt sogar der Check hinten auf dem Turn und damit wird es wohl ein sehr, sehr kleiner Pot bleiben wahrscheinlich. Ja, muss man mal gucken, ob der Hamoudi da auf
also ob der jetzt da noch eine Value rausbringt und dann natürlich wird der Manfred das bezahlen, also sollte es ja, nicht außergewöhnlich hoch sein und das ist es auch nicht. Wie viel ist das? So knapp 250 ungefähr? 275. 275 Call. Also ich sage das immer so schnell raus, aber ich weiß nicht, gibt's da, muss man da noch lange drüber nachdenken, ob man die 2,75 bezahlt? Nachdenken sollte man jetzt nur, ob man diese eventuell sogar raised. Allerdings auch wenig Informationen bekommen durch diese Fallenstellen und König Dame wäre jetzt möglich, aber das ist wirklich fast die einzige Hand, außer noch ein Set, was ihn da schlägt. Und tatsächlich nur der Call. Ja, und er macht sich diesen Pot dann für sich klar. Obwohl das auch nicht, ich meine, diese kleine Bet da von 75 von Hamoudi, eben, das sollte ja die Asse nicht erschrecken. Also, und auch das Re-Race, ist es da günstig zu bezahlen, also, oder, also, um den Gegner im Unklaren zu lassen, wie stark man wirklich ist, oder macht es dann nicht doch Sinn, dann sofort rüber zu gehen, zu sagen, okay, ich gewinne ihm halt im Zweifelsfall die Hand Preflop, also, und lass da gar nichts mehr anbrennen. Ich finde die Hand definitiv zu passiv gespielt. Ich bin gespannt, was unsere Zuschauer da jetzt gleich schreiben werden, denn die werden sicherlich zu dieser Hand schreiben. Denn eigentlich will ich mit dieser Hand mehr verdienen. Beide haben sehr, sehr deepen Stack und gerade bei diesem Flop wäre da, es hätte alles reingehen können. Ja, und hier auch gleich Patrick. Der verlangt gleich, dass da alles am River reingeht. Und Peter, ja, Fallenstellen. Ja, ist so eine Sache, zweischneidig, also normalerweise ja nicht zu empfehlen. Ich meine, wenn du was hast, musst du es ja auch irgendwo ein bisschen protecten. Auf der anderen Seite willst du auch Geld reinkriegen. Das heißt, du musst ja einfach auch höher betten, dass da wirklich dann dieses Value zustande kommt, also für was du deine Hand da überhaupt spielst. Ja, zumal Fallenstellen, es war ja eigentlich gar nicht mehr unbedingt eine Falle, die er da gestellt hat. Denn Falle bedeutet ja, dass sie irgendwann zuschnappt. Er hat ja dann auch irgendwann auf dem River nur noch gecallt. Mit einem Paar eine Falle stellen ist natürlich nicht unbedingt die Idealmöglichkeit. Na, Patrick sagt hier, also der war eben halt passiv, naja, passiv, also er hat also wenig gespielt, der Moody, und dann glaubt er, wenn du reinstellst, kriegt er zu 90% einen Call. Aber die sind natürlich so deep, ich meine, da muss man ja auch ein bisschen die Verhältnismäßigkeiten wahren, wenn der da über 2000 vor sich stehen hat, wird er sowieso nicht reinstellen können, also Preflop da mal eben 2K und das wird der Moody mit Sicherheit mit Ars König nicht unbedingt bezahlen. Pre-Flop. Ich weiß nicht genau, wie der Patrick das jetzt meint, muss ich ganz ehrlich gestehen, denn die Asse können ja jetzt nicht Preflop da die 2000 da reinstellen und da würden sie sicherlich keinen Call von Ars König bekommen. Also gerade weil der Hamoudi so passiv gespielt hat und doch relativ tight gespielt hat, würde da dann Ass König sicherlich in den Markt kommen. Aber ich denke, nochmal ein Raise von den Assen. Wäre der Call gekommen sicherlich auf dem, oder Preflop. Und auf dem Flop mit Top Paar, Top Kicker, der Pot ist einfach Preflop schon größer und dementsprechend kann man natürlich auch auf dem Flop und auf den Turn größer betten und dadurch wäre sicherlich noch dann alles reingekommen. Ja, das klingt aber logisch. Und hier alles reingekommen, also jetzt der Il-Präsidente mit dem Top Paar, mit der 9 und Dame Kicker, aber Miami Guy mit dem Nut Flush Draw und Manfred, ja, Paar 4 in der Hand. Sollte da Action kommen in größerem Stil, dann ist er da auch nicht mehr dabei. Ja, Patrick schreibt dann nochmal, ich denke nicht, dass da die 6-Bit dann ganz einfach vom Hamoudi gekommen wäre. Da wäre dann wahrscheinlich nur der Call gekommen, aber wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden. Wir können ihn vielleicht danach mal fragen. Ja, werden wir nachher auf jeden Fall, wie er das Ganze gesehen hat und also beide Spieler, warum diese Hand so gelaufen ist. Und hier sagt auf dem Flop, der Patrick glaubt, es hätte alles reingehen müssen. Also ich sehe das nicht ganz so, weil die eben halt sehr deep sind. Also wie willst du da alles Geld reinbekommen? So ohne weiteres. Und 4-Bet, 5-Bet, 6-Bet, ja, vielleicht. Vielleicht macht dann auch irgendwann ein Call Sinn. Also wo du dann einfach sagst, okay, ich traue den ganzen Braten nicht. Also mit Ass König hier vor allen Dingen natürlich. Aber sicherlich dann, wenn du den König triffst, dann ist die Messe an der Stelle fast gelesen, also dass man da dann noch rauskommt, das glaube ich. Also ich glaube einfach, dass der Hamoudi nicht der Spieler ist, der mit Ass König seinen ganzen Stack da riskiert. Das hat man an der Titan Spielweise jetzt meiner Meinung nach erkennen können. Jetzt Bombenkonstellation, die Präsidente Topa und auch noch den Flush Draw hinten raus, die 2 jetzt für Miami Guy, der aber sein
dein Flush da nicht getroffen hat. Und ja, da geht das Ganze mit Check-Check zu Ende. Und der Präsident gewinnt diese Hand und baut seinen Stack kontinuierlich weiter auf. Ja, der Miami schüttelt so ein bisschen den Kopf. Ich weiß nicht warum. Ich meine, für ihn, na klar, ich meine, der Flush hätte gut ankommen können, aber er kann natürlich auch noch die eine oder andere Katastrophenkarte einschlagen. Eine 9 zum Beispiel. Ja, aber das solltest du ja als Pokerspieler selber wissen. Man ist ja eigentlich fast nie wirklich zufrieden. Zack. Auch weiß ich nicht. Also, aber vielleicht spiele ich zu selten. Im größten Poker-Room Europas. Ja, du bist immer hier und spielen habe ich dich auch wirklich noch nicht gesehen hier. Nee, spielen wir auch nicht. Also ich meine, es ist immer viel zu tun hier von unserer Medienseite her. Wir machen ja mit unserem kleinen Team die Werbung und diese ganzen Trailer, die laufen. Cash Kings natürlich als Sendung, auch die Nachbearbeitung von unseren Kollegen hier. Und da sind wir ja praktisch nonstop irgendwie eingebunden in diese ganzen Sachen und haben keine Möglichkeit hier, also ich mach's sowieso nicht zu spielen, wenn dann schon mal ein bisschen außerhalb oder mal ein bisschen online. Hatte ich ja schon mal gesagt. Und ein bisschen heißt dann eben halt ganz, ganz viele Turniere. Ja, Marienbad wäre ja jetzt eine Variante. Marienbad ist eine Variante, neuerdings unter der Führung vom Kings. Bombencasino kann ich nur sagen, also Flair wie Monte Carlo. Ja, ein sehr schönes Casino vor allen Dingen. Absolut, also das ist... finde ich sogar also ein also unglaublich tolle Atmosphäre, weil es natürlich ein alter Bau ist, also ein Herrensitz, der es mal gewesen ist. Und Marienbad als Stadt, einfach fantastisch, super gepflegt, toll. Also und Marienbad ja auch bekannt in Europa, nicht also mit den Thermalquellen. Nicht? Also ich glaube, die größte Ansammlung von Thermalquellen hier überhaupt in ganz Europa. Also da schmeckt das Wasser anders. Da müsst ihr vorbeikommen, guckt euch das an. Marienbad. Das Casino Bellevue unter Leitung vom Kings. Sehr easy zu erreichen über die Autobahn. Bis zur Landstraße und dann seid ihr schon da. Ganz tolles Casino. Und dafür habt ihr natürlich bei uns auch auf pokerroomkings.com findet ihr auf der Startseite rechts oben entsprechende Informationen zum Casino und auch zu den Angeboten. Und natürlich wird auch im Bellevue, das ist doch wohl klar, gepokert. So, unser kleines Studio hier erreicht übrigens heute die Temperaturen, die wir heute Mittag noch draußen hatten. Ja, also das ist hier schon lauschig. Ja, das kann man sagen. Ja, das ist ja so wirklich lauschig. Also wir sollten hier tatsächlich mal ein bisschen eine Kühlung einbauen, so eine kleine Aircondition. Oder du kannst mir auch, ja genau, Luft zufächern. Vielen Dank dafür. Und das machst du auch stilecht mit einem unserer Werbeflyer. Vom Just Poker Event. Just Poker Event, 50.000 garantiert hier in der kommenden Woche bei uns im Kings. Am Mittwoch geht's los mit dem Opening Event und dann haben wir 4 Starttage für euch. Donnerstag, Freitag und Samstag 2 starke Tage zum Event. Kostet 100 Euro. Buy-in beim Main Event, natürlich wieder Satellites für euch und dann Ende Juli geht's ja los. 30. Juli bis 3. August. Nicht verpassen, Leute. Deutsche Pokertour im Kings Casino. 100.000 Euro garantiert. 195 Euro das Buy-in. Und auch zum gleichen Zeitpunkt haben wir am 1.8. an dem Wochenende das Ranking List Tournament. Die besten 200 Spieler der Ranking List sind qualifiziert. Bis zum Ende Juli könnt ihr noch Punkte sammeln dafür. Pokerroomkings.com, da habt ihr alle Informationen dazu. Sollte man vielleicht jetzt schon überlegen, sich ein Hotelzimmer hier im Kings zu besorgen, denn ich muss gestehen, ich glaube, so unter den Leuten, die ich gerade im Hamburger, Lüneburger Raum kenne, die German Poker Tour ist, glaube ich, somit das beliebteste Turnier hier und dementsprechend immer sehr, sehr schnell voll. Ja, aber das ist hier die deutsche Poker Tour. German Poker Tour gibt es auch, das ist das beste Deepstack-Format wahrscheinlich, das es überhaupt gibt. Und dann haben wir natürlich die deutsche Poker Tour hier bei uns. Ja, um die geht's hier, aber das macht nichts, das steht ja auch nur vorne drauf, ganz groß. Ja. Ich wollte mal gucken, ob du aufpasst. Ja, kommt vorbei, Leute. Also viel Action und wie gesagt, am 1.8. auch das Ranking des Tournament. Da geht es um Preise von über 50.000 Euro und unter anderem
auch für die ersten 30 Plätze Tickets für die bevorstehende GCOP German Championship of Poker hier bei uns in Kings. Und da könnt ihr euch auch online qualifizieren, täglich auf PokerStars. Einfach mal in die Lobby von Stars gehen, Turniere ja, und dort. Ja, heute noch. Region. Und heute um 21.30 Uhr. 14 Minuten noch, dann geht's los. Geht's los, da ist dann das Main Qualifier bei Stars. Da kommt ihr preisgünstig an ein Ticket. Und hier haben wir natürlich jetzt wieder eine preisgünstige Geschichte bei Cash Games. Mit 40 Euro sind drei Mann dabei. Und ja, der Gutshot bei Hamudi. Ja, zweimal der Gutshot. Button Pair bei Miami Guy und El Presidente Mittelpair und Gutshot für ihn zur Straße. Interessante Konstellation, also könnte ein bisschen Action bringen. Auch vor allen Dingen sollte jetzt irgendwo die Straße ankommen. Ja, der Bube, der wird das so ein bisschen bremsen. Ja, aber der Bube ändert jetzt nicht allzu viel, denn dann wäre die Straße schon auf dem Flop da gewesen. Könnte jetzt höchstens sein, dass vielleicht ja, so Hände wie Bube 9 dabei gewesen sind, die jetzt die Führung übernommen hatte. Aber die Straßendraws, die auf dem Flop gecallt haben, denke ich, werden jetzt auf dem Turn bei nicht allzu großer Action auch noch dabei bleiben. Ja, auf jeden Fall hat der Moody jetzt Optionen, auch natürlich da bei dieser Hand dabei zu bleiben, weil er eben halt oben unten halt, also eine Dame macht ihm eine Straße und auch eine 8 würde ihm die Straße machen. Aber der Miami Guy jetzt mit einer hohen Bet, das vertreibt ihn dann sofort. Und der Il Presidente, der kann sich natürlich jetzt nicht mehr viel ausrechnen mit seiner 7, aber er hat natürlich noch die Option, dass da eventuell eine Straße möglich ist. Kannst du aber nicht einrechnen, wird an dieser Stelle wahrscheinlich auch folden. Peter schreibt uns hier, Spitzen ist gesund. Peter, ja, da soll ja was dran sein, dann gehen wir in die Sauna. Mal gucken, vielleicht machen wir das heute noch. Aber der Gunther, der riecht so. Nein, komm, du, ich habe hier also immer ein Deodorant am Mann. Das oder auch. Bin ich das? Nein. Nee, also ich würde zumindest das niemals sagen. Nein, so schlimm. So schlimm ist es doch noch nicht. Außerdem haben wir jetzt hier noch die Wasserflasche. Eine Wasserflasche haben wir auch noch und du siehst es hier, ich zeig's dir. Euphoria for Men. Vielleicht sollte ich das dann auch mal nehmen. Ja, das habe ich hier so als kleines Fläschchen in der Seite von Calvin Klein. Sehr zu empfehlen. Klein, kompakt, passt in jede Tasche. Immer dabei. Ne? Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Ja, ein bisschen Wasser auf dem Kopf, das wäre auch nochmal was. Und hier seht ihr unsere kleine Werbeeinblendung nochmal zum Just Poker Event und zur Rankinglist. Natürlich, lasst euch das nicht entgehen, Leute. Da kommt ihr easy an Geld und vor allen Dingen, ihr kommt ins Kings und da könnt ihr euch die riesige Poker Arena natürlich auch mal angucken, die hier entstanden ist. Mit weiteren 60 Tischen, der Neubau hier bei uns. Gewaltig, kann ich nur sagen. Sowas findet ihr höchstens noch in Las Vegas. Oder irgendwo in Asien, in Macau, aber in Europa einmalig und schlagbar. Ihr sagt, klasse, vielen Dank für das Lob, Peter. Dank. Ja, jetzt ein Flop, da wird wenig kommen. Also 7 Under könnte das Kommando übernehmen. Das traue ich ihm auch zu, dass er das anspielt. Jo. Ja, mal gucken, wo man steht. Mal gucken, wo der man steht. Mit der 5 tatsächlich gar nicht so schlecht da. Und sollte das dann auch leicht gewinnen, das tut er auch. You must fold before I fold. Jetzt haben sich zwei unserer Spieler da abgedreht, die naschen so ein bisschen am Fruchtteller, aber da sind sie wieder zurück. Und ja, Mr. Big dort vorne in der Position 8. Natürlich auch da am Tisch dabei. Unterbrochen wird das Cash Game alle Stunde, etwa für 5 Minuten, also ähnlich wie wir auch die Unterbrechung haben. Dann die Spieler die Möglichkeit, sich ein bisschen Bein zu vertreten,
vielleicht eine Zigarette zu rauchen, sollte überhaupt ein Raucher dabei sein. Ich glaube, es ist nicht ein einziger Raucher dabei heute und ansonsten geht das hier immer weiter. Anschließend auch nach dem Ende unserer Übertragung, natürlich wird hier weitergespielt und wir zeichnen auch auf jeden Fall mindestens noch 3 Stunden auf und bringen das dann zeitnah für euch, den zweiten Part dann hier von dieser Session. Ja, Cash Games, cashkings.tv, dort kann man alles, vor allen Dingen auch die älteren Folgen nochmal nachschauen, wenn man ja den Scotty vielleicht nochmal sehen will oder interessante Hände, über die wir in den letzten Tagen und Wochen gesprochen haben. Allerdings werden die zum Beispiel auch teilweise auf Facebook von dir gepostet. Das ist die Nacharbeit, die du erzählt hast. Eine sehr interessante Hand, wer die noch nicht gesehen hat, war letzte Woche Asse, Könige und Zehner gegeneinander. Wurde viel drüber diskutiert. War riesige Geschichte und da drin ja auch involviert der Nuri, den wir eben getroffen haben, der demnächst auch wieder bei Cash Kings dabei sein wird. Ja, der Nuri wartet auf dem freien Platz, soweit ich das weiß. Ja, der wird sicherlich noch im Laufe des Abends hier einsteigen können, gehe ich mal von aus, nicht? Aber der lässt sich ja auch dann nicht unterkriegen. Der war natürlich heiß dann bei diesem spektakulären Port, ist ja viel Geld über den Tisch gegangen, weit über 6.000 Euro dann den Besitzer gewechselt. Der Glückliche war Matthias Lenz, der da gespielt hat mit den Zehnern, die schwächste Hand trifft das Set und das Ganze hält. War spektakulär, war interessant, könnt ihr nochmal sehen. Auf Facebook haben wir das Ganze und auch natürlich auf cashkings.tv. Ja, wir werden, Peter fragt hier gerade am Mittwoch, wir werden also versuchen, hier die Rhythmusierung hinzukriegen, also sonntags live und auf jeden Fall in irgendeiner Form eine Show für euch und am Mittwoch eben halt irgendwelche Specials. Das wird jetzt hier noch im Laufe der nächsten Tage und Wochen geklärt werden mit unserer Produktionsleitung, wie wir da am besten rangehen. Wie gesagt, wir haben ja wahnsinnig viel Material, was wir euch zeigen können und das Gute bei Cash Kings ist ja zum einen, das ist eben halt wirklich real, so wird das tatsächlich gespielt und so geht das auch richtig ab auf einem Limit, wo ihr sicherlich viele bekannte Gesichter finden könnt oder auch selber auch natürlich mitspielen könnt bei cashkings.tv. Gerade in der nächsten Woche zum Beispiel. 2-5 wird gespielt, No Limit Hold'em, 500 Euro Buy-in. Wer Zeit hat, wer Lust hat, bewerben hier bei uns oder einfach vorbeikommen ins Kings Casino und sagen, hier, ich will ja auch bei Cash Kings dabei sein, ich will meinen Platz. Und wenn einer frei ist, dann könnt ihr dabei sein. Ja, zumal das Ganze break-free und auch das Hotel dann frei ist. Und leckeres Essen kriegt ihr auch noch. Hier bei uns à la carte Essen im Kings. Toll, jetzt habe ich wieder Hunger. Kriegst du nachher noch was, keine Sorge. Just Poker, nächstes Wochenende. Ja, Just Poker. Nicht verpassen, Leute. 100 Euro Buy-in, 50.000 Euro garantiert. Schönes Liebesformat. 4 Starttage haben wir. Jeder kann 2-mal starten, jeden Tag. Also insgesamt kann man 8-mal starten. Dann sollte man aber das dann irgendwann doch geschafft haben. Das sollte man schaffen. Also das muss einfach drin sein. Aber auch dann haben wir nebenbei natürlich auch noch tolle Turniere. Und Deutsche Poker-Tour haben wir schon gesagt. Ende Juli, 30. bis 3. August. Dann natürlich auch das große Treffen der Pot-Limit-Oma-Experten hier bei uns. Auch ab Ende Juli zur DPT. Kommen Sie vorbei mit dem Weltmeister von 2012, Jan-Peter Jachtmann, der dabei ist. Und dann natürlich das Ranking des Tournament am 1.8. Schaut vorbei auf pokerroomkings.com, dort unter Turniere, Pokerbereich, Rankinglist. Wie ihr platziert seid, bis zum Ende Juli gibt es noch Punkte. Gerade dafür ist es natürlich wichtig, jetzt nochmal vorbeizukommen und Punkte zu sammeln, um unter die besten 200 zu kommen. Ist definitiv noch machbar, auch wer keine Punkte hat, der kann noch in die hinteren Plätze, zumindest unter die, sag mal, zwischen 100 und 200 noch kommen. Und auch da hat man dann gute Chancen noch, mit einem kleineren Stack natürlich, aber sich nach vorne zu arbeiten und immerhin 50.000 Euro sind dann dabei. Unter anderem gibt es einige Turnier-Buy-ins für die GCOP zum Beispiel zu gewinnen. Die ersten 30 kriegen auf jeden Fall ein Ticket. Vorne gibt es auch noch Geld, Cash. Und so ein GCOP-Ticket hat ja einen Wert von 1.100 Euro. Das ist für das August-Festival, was hier stattfindet. Das ist natürlich schon eine tolle Nummer. Das könnt ihr als qualifizierte Spieler einfach so nebenbei mitnehmen. Jetzt haben wir mal wieder ein ordentliches Pocket da. Die Damen bei Big. Er hat sich lange nicht gemeldet. Ich glaube, das werden die anderen Spieler auch wahrnehmen. Und mal schauen, wie viel Action er jetzt bekommt.
Daniel mit A7 geht gleich in den Mark. Präsidente mit 9-3 wohl auch. Ja, der Mayhemy Guy, Bube 10 in Position wird er spielen. Bube 10 am Button, natürlich. 7 Under wird das Nachtzahlen. Ja, zumal das Race auf 60 auch nicht unbedingt so groß war. Von 25 auf 60. Ups, und Topper für Mayhemy Guy. Gutshot für 7 Under. 9 macht ihn die Straße und ja. Das Top-Pair aber weiter bei Big und der spielt an. Jetzt ein bisschen kräftiger, 110. Naja, aber A sagt, muss auch B sagen. Würde mich wundern, wenn der da jetzt weggeht. Na, ich glaube nicht, dass 7 Under... Ja, er weiß ja schon, wie tight Big spielt, also ich glaube nicht, dass er nur mit dem Gutshot dort callen wird. Also wenn er da vielleicht irgendwas entdeckt hat, irgendeine Schwäche entdeckt hat, dann wird sicherlich eher ein Race dort kommen. Das könnte ich mir bei ihm vorstellen, aber ein Call eher weniger. Scheinst recht zu behalten, der greift da ganz fröhlich. Irgendwann muss ich ja auch mal recht haben. In die Chips. Nee, du triffst da ja oft genug den Nagel auf den Kopf, Sven. Das ist überhaupt gar kein Ding. Das ist, aber interessant, dass ich, was geht da beim 7 Under jetzt vor sich? Was denkt er sich? Gegen was spiele ich? Habe ich vielleicht eine Möglichkeit, eine Falle aufzubauen? Doch nicht recht gehabt. So einen Vollbluff aufzubauen. Indem ich jetzt tatsächlich für irgendeine gewaltige Hand stehe oder vielleicht sogar für einen Flush stehe oder eine Straße, die ich dann repräsentieren kann. Und da kommt die Magic Bet. 25 ja. In den Pot von 525. Ja, das ist ja gar nichts. Also da musst du ja zwangsweise schon rüberballern und auch nicht zu knapp. Ich meine, da darfst du dich ja gar nicht von beeindrucken lassen von so einem 25er-Ding. Frage ist, was der Big macht jetzt. Also Worst Case wäre, wenn das wieder so läuft, dass er die 25 nur nachzahlt und dann eben halt hinten auf die Hohe Bett wegschmeißt. Und jetzt die Frage, ist er bereit, sagen wir mal so, um die 200, 220 mal zu investieren, dass hier was geklärt wird, nämlich wie stark bist du überhaupt hier. Und ja, Mayhemy Guy ist schon aus dem Weg gegangen und der 7 Under, der wird hier an der Stelle auch aussteigen. Guckt ihm das zwar nochmal an und guckt nochmal so mürrisch in seine Karten, aber der wird das nicht bezahlen, weil er weiß, der Big ist eben halt so tight unterwegs, dass er einfach dann hinten ist und wenn er schon so viel Geld investiert, wird es für ihn auch so. Finde ich jetzt auch wirklich gut, dass er da nicht vom Gas geht, auch wenn die Overcard mit dem König jetzt da ist. Ja, aber bist du denn der 7 Under jetzt mit einer Idee? Er zahlt das nochmal nach. Okay, Gutshot hat er. Oh, die Dame, jetzt interessant, weil natürlich theoretisch eine Straße möglich ist, also mit Ass Bube oder Bube 9. Aber was will jetzt das 7 Under machen? Gut beraten, jetzt nochmal zu betten. Vor was will man Angst haben? Dass jetzt wirklich da Bube 9 angekommen ist? Dann also sprich, also die Straße jetzt mit der Dame da ist... Oben unten ist zwar angekommen, aber ich glaube ja nicht, dass der 7 Under die jetzt checken würde. Und genau dasselbe denkt sich jetzt auch der Big. Ja, vor allen Dingen hat er auch nicht mehr so viel Geld dahinter. Das heißt, selbst wenn jetzt irgendwo sowas passiert sein sollte und das vielleicht alles reinmarschiert, wie viel mag er da noch stehen haben? Das ist schon unser Situation aus dem Position aus. Das sind so noch 600-700 sind das auf jeden Fall noch. Na, das ist ja dann auch schwer. Dann. Ich weiß nicht, was er da jetzt mit wie viel Chips er in der Hand spielt. Das in einer, ja, also so um die 700 wird er noch gehabt haben. Ja, der Marek und der Marek ist neugierig. Darf ich das sehen? Darf ich das sehen? Ja. Eine Dame, ja. Ach, schöner Pott. Für dich. Ace
So, da kommt gerade eine Frage rein. Oder? Schon vormerken, Leute, nächsten Sonntag gibt es natürlich wieder Cash Kings. Ist klar. Könnt ihr euch schon aufschreiben und wir bringen natürlich auch noch den zweiten Teil der heutigen Session. Das geht ja hier noch weiter, also nach 3 Stunden ist hier für uns Feierabend, dann kommen wir hier aus der Kommentatorenbox raus. Sicherlich wird etwas leicht angeschwitzt, aber immer noch gut gelaunt. Die Aufzeichnung läuft weiter und das gibt es dann auf jeden Fall in der kommenden Woche auch für euch. Wenn ihr Fragen habt zur Sendung, zu den Spielern, zum Game, was stattfindet, einfach reinschreiben hier bei uns in den Chat. Ja, und der Danielson, da ist er. Da liegt er sich schon zurück. Der Mann, der gebeutelt worden ist, vorhin verloren, mit der Straße gegen den Dreier-Outer viel Geld gelassen. Zwischendrin gleich zur Begrüßung. Auch nochmal gegen 7-Under abgeladen. In 2 Situationen viel Geld verloren. Ist hier im Brand. Aber das meine ich zum Beispiel vorhin mit der Körperhaltung. Man sieht ihm den Brand regelrecht an. Während man einem Marek das, glaube ich, in dieser Situation nicht ansehen würde. Das macht dann auch teilweise den Unterschied. Also ist gut möglich. Also was... Also, wobei ich immer denke, es geht natürlich um viel Geld, das ist klar. 1.000 Euro Minimum Buy-in ist eine Menge Kohle auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, als Spieler weißt du ja, dass solche Situationen eintreten können. Also sprich ein Dreier, ein Einouter. Also alles Mögliche ist möglich. Und am Ende kann man nie wirklich hundertprozentig sicher sein, dass du immer auf der Gewinnerstraße bist. Es kann eben halt auch mal schief gehen. Also ich denke, das ist eigentlich ein Normalzustand und sollte keinen da auch so gut bringen. Ja. Jetzt hier, interessant, Straßenrohr jetzt bei Danielson, Gutshot-Möglichkeit bei Hamoudi. Beide mit dem Gutshot, aber... Alle mit R unterwegs, wer traut sich, wer spielt an, wer will das Geld haben, sozusagen. Wer traut sich anzuspielen, 7-Under spielt an, aber mit R und ja, gewinnt mit gar nichts diesen Pot. Kleinvieh macht auch Mist. Hätte man sogar mit Ashube vielleicht da callen können? Ja, wäre interessant gewesen. Also, ich weiß nicht, ob du das mit Ashube und check bis zum River und dann auf die 7, die Bett. Ja. Also, Polizeispielen wäre möglich gewesen, aber wollte dann doch keiner. Ja, hier sehen wir es nochmal. Daniel sind 2000 hinten. Miami Guy rund 870. Hamoudi 600, 7-Under 750, aber trotzdem ja. Bestens Sascha gelaunt. Sascha hat relativ wenig gespielt, trotzdem 1200 vorne. Ja, für ihn ist das gut gelaufen, also das kann man gar nicht anders sagen. Na, das gibt wohl offensichtlich also an dem Tisch hier, in dieser heutigen Konstellation, 2 Wege. Der eine ist, ich spiele mega tight und das andere, ich spiele auffällig los. Das scheinen wohl die beiden Strategien zu sein, die hier aufeinander treffen und in der Mitte spielt sich die nicht ab. Miami jetzt hier mit König 10, Racer und der Manfred hat eine Idee mit 9-7 suited und im Re-Race Sascha gibt die Hand weg. Damit kommst du natürlich in Position, aber der Miami wird das nachzahlen, auf jeden Fall. Da lässt er sich ja nicht lumpen. Und Gutshot für beide. Treffer Miami Guy. Die Frage, ob der Manfred jetzt auch aggressiv weiterspielt und versucht, den Pot jetzt auf dem Flop vielleicht schon mitzunehmen. Bettet er, das kann fast reichen. Aber er will natürlich das Ass jetzt repräsentieren. Aber ein Paar und ein Gutshot dazu reicht dem Miami Guy erstmal, um zu callen. Backdoor Flush ist auch noch möglich. Jetzt bekommt er diesen Backdoor Flush. Und genau der auch kommt noch mit an. Der Royal Flush Option. Also sprich, Herzdame macht Royal Flush. Da müsste der Manfred jetzt schon sehr
Ja, und jetzt kommt natürlich der Flash an. Jetzt kriegst du den ja niemals mehr da weg. Aber er checkt trotzdem. Das ist interessant. Aber der Manfred kann da nichts mehr machen. Also wenn der schon die erste Bet bezahlt hat, wird er hinten raus nicht unbedingt fohlen, selbst wenn du jetzt anspielst. Das heißt... Ja, er kann froh sein, dass er eigentlich jetzt vom Gas gegangen ist. Denn auch auf dem Turn hätte er sicherlich den Miami Guy da nicht rausbekommen. Naja, meine Frage wäre, ob du hinten raus den Flush nochmal anspielst. Also er hat ja immer eine Nut-Flush mit dem König, aber kriegst du da noch Geld raus? Welche Hände würden da überhaupt noch bezahlen? Vielleicht ein Ass, vielleicht eine Straße, wenn überhaupt. Das Ass würde sicherlich bezahlen. Würde vielleicht auch hinten raus anspielen, wenn er es wirklich gehabt hätte. Also macht es Sinn selber, also macht, ist der Check gut von Miami oder ist es besser, dass er da nochmal for value was bettet? Das ist die Frage, was er natürlich dem Manfred da gibt. Und muss dann überlegen, ob der Manfred wirklich was hat oder ob er vielleicht wirklich den tatsächlichen Bluff, den er da gespielt hat, gibt. Sind ja viele Optionen draußen gewesen, Straße. Das Ass wäre möglich, Full House wäre auch möglich gewesen, natürlich dann dementsprechend. Also so geht er auf Nummer sicher, er checkt und sollte der Manfred anspielen, zahlt das einfach nur. Zumal der Manfred ja auch nicht wirklich so viel gespielt hat. Ich glaube, wenn er hoch anspielt, würde er auch nur den Call vom Miami Guy bekommen. Manfred jetzt mit Ass 5 und kleine Erhöhung auf 30. Sascha wird ja nachbezahlen. Offensichtlich merkt der Manfred, dass wir nicht mehr allzu lange hier mit ihm zusammen kommentieren und will noch mal ein paar Hände spielen. Will mal zeigen, wo die Reise hingeht. Und jetzt aber Mr. Big. Und da sind wir mal gespannt. Jawohl, der hat ein paar 10 und der kommt hier gleich mit dem Re-Raise auf 105. 205, nee, sorry, 205. Sagen, 205, das ist der Hammer, den er da wirklich rausgeholt hat. Darin gleich mal die Action im Keime erstickt. Bisschen übertriebenes Race, wie ich finde. Natürlich bekommt er jetzt alle Hände raus, aber wenn da wirklich das Monster sitzt, dann ja, hat er 200 verschenkt. Ja. Also und 105 hätten es auch getan. Definitiv, ja. Also er verschenkt eindeutig Value mit dieser Hand. Fool. Das ist ja fürchterlich. Hier wird ja nur gefoldet. Ja. Was ist denn los, Leute? Na, endlich. Miami 7-5, Hamudi 10-7. Hier nochmal eine Idee entwickeln, nochmal re-raisen. Und dann 2-7 im Flop. So stellst du dir das vor wahrscheinlich. Das wäre der Idealzustand. Also Re-Race jetzt hier von Hamudi. Hoffentlich nicht zu hoch, dass wir... Es ist nur das Race. Hamudi hatte gestraddelt auf 20. Gestraddelt, nachbezahlt und jetzt Race da. Und jetzt wird das auch nachbezahlt. Und wir kriegen in der 68. Hand die Konfrontation zwischen Hamudi und Miami Guy. Und beide mit der 7. Wunderbar. Das geht doch gut los. Miami mit dem Check. Hamudi mit der Bet. Und wie wir Miami kennen, wird er nachbezahlen. Und wir wünschen uns jetzt eine 7. Damit das hier richtig abgeht. Ah, ja. Knapp daneben. Knapp daneben auch vorbei. Bringt nicht, nicht wirklich beide vorwärts irgendwie. Beide checken. Beide checken. Jetzt eine 6. Ändert auch nichts. Und die 10-7 wird wahrscheinlich den Pot einfach so mitnehmen, ja. Check, check und geht rüber. Ja, 7 wäre gut gewesen, nochmal richtig Action zu sehen und dann... Bist aber so ein bisschen gemein dann auch, ja? Naja, ich meine, ich sehe es ja wirklich so aus dieser Situation heraus, dieses Battle mit solchen Karten verlangt ja förmlich danach, dass es zu schrägen Konstellationen kommt. Also 7-5 off gegen 10-7 und so, das ist nicht so unbedingt meine Welt, sowas zu spielen. Merkst ja, da bin ich ja viel zu tight für. Und diese Verwicklungen, die daraus entstehen, sind natürlich interessant, weil einfach dann das spielerische Element viel mehr durchkommt. Also wer ist denn wirklich bereit, mit so einer Hand zu spielen? Wir haben das ja eben gesehen, 7 Under, vorhin mit 8-3, glaube ich, war das, wo er völlig mit R einfach ranspielt und sofort alle wegbekommt aus der Hand.
Der macht das super aus Position heraus, also er spielt mit Luft und schafft es dann, leichtes Geld mitzunehmen. Und im Hintergrund hören wir das Gurgeln dieser Mischmaschine. Ja, wir wollen natürlich auch möglichst viele Hände sehen, dementsprechend müssen wir die Mischmaschine natürlich einsetzen. Wir hatten auch schon mal überlegt, ob wir Tarkan einsetzen und eventuell da hinten dann mischen lassen, aber... Na, die Mischmaschine konnten wir ihn noch nicht überzeugen. Das ist natürlich eine coole Geschichte, die bereitet immer das zweite Kartendeck vor. Das wird nachher einfach nur ausgetauscht und du bist da deutlich schneller mit. Aber ich muss ja ehrlicherweise sagen, wenn wir mit den Jungs von der Technik reden, das Geräusch ist ja wirklich fürchterlich. Also, und, ja. So, was haben wir da? Präsidente mit gar nichts gegen Seven Under, der auch nichts hat. Ja, der Präsidente mit dem besseren Nichts. Mit dem besseren Nichts und der Seven Under aber immer irgendwie so schelmisch, also dem könntest du dann wieder irgendwas zutrauen, dass er da eine Aktion auspackt. Schenkt er sich in diesem Falle El Presidente wieder mit einem kleinen Pott. Kannst du mir fünf klein machen? Für die Dame von unserem Dealer. Ich finde, jetzt wäre Mr. Big mal wieder mit einer guten Hand dran. Ja, auf jeden Fall würde ich gerne den Seven Under in der Hand sehen und der ist er auch schon. 10-8 suited. Dennison hat gefoldet, zwei Calls. Der Präsidente wird nachzahlen. Nee. Und dann natürlich auch der Miami. Ja, jetzt sind all die schönen Hände dabei, die du noch nie gespielt hast. 9-6. Genau, und der Dame 8. Achtertreffer wäre gut. Das ist natürlich auch schon nicht schlecht. Gutshot bei El Presidente. Könnte auf eine Idee kommen. Miami. Also wenn man ehrlich ist, eigentlich haben alle drei nichts. Alle haben nichts und etwas mehr nichts gewinnt halt gegen den Rest. Aber das ist ja dann schon mal ein Ansatz, den man fahren kann in diesem Spiel. Also du bist einfach dabei, der 7-Under raced mal eben und gut, er checkt dann auch. Er hat natürlich mit dem Präsidenten jemanden hinter sich sitzen, wo er weiß, okay, der hat auch durchaus ja eine starke Range. Also der spielt zwar teilweise wirklich merkwürdige Hände, aber in der Regel ja gute Sachen. Und da kannst du ja aber nicht sicher sein, wenn du jetzt wirklich anspielst und den hast du in der Hand dabei, dass da nicht dein Geld schon praktisch abgeschrieben ist, sobald du die Chips in die Mitte. Ja, das merkt man zum Beispiel, ein Scotty zum Beispiel bringt auch die anderen Spieler zu einer ganz anderen Dynamik an dem Tisch. Oder auch ein Seven Under. Hat man davon ein, zwei Spieler dabei, entsteht eine ganz andere Dynamik und auch viel, viel mehr Hände werden noch gespielt, gecallt. Heute haben wir doch drei Spieler dabei, die sehr, sehr tight spielen. Ja, aber du musst natürlich auch sehen, jetzt zum Beispiel diese Konstellation, da floppt der Manfred gleich zwei Paar und die anderen haben einfach nichts. Also du musst ja auch ein bisschen zumindest haben, also entweder eine Bombenidee oder auch irgendeinen Bombentreffer, also zumindest, wo du dir selber auch noch einen Credit für eine sehr, sehr starke Hand hinten rausgeben kannst, also dass du sagst, okay, da bleibe ich jetzt mal dabei. Hatten wir ja von solchen Konstellationen mit gefloppten Top-Paar mit Flush-Draw und so weiter gegen Top-Paar in der Hand und so. Also das ist also die Konstellation, die wir uns hier wünschen, damit da ein bisschen Action reinkommt in die ganze Angelegenheit. Und so ist es natürlich schwierig, klar, auch für die Spieler. Ich meine, wenn du nichts triffst, was willst du dabei bleiben? Manfred mit der Erhöhung vom Button mit 7-6 suited. Seven Under jetzt natürlich mit den Assen und der greift da in die Chips und er wird raisen. Und wie viel wird er machen? 160. Sascha, was machen wir? Manfred. Dabei bleiben, 110 nachbezahlen. Position hat er. Ja, er fährt ja
sicherlich nicht nach den Chips, weil er jetzt nochmal raisen will, sondern eher, ob es sich denn wirklich lohnt, damit nachzubezahlen. Also 900 und ein bisschen hat er noch und offensichtlich lohnt sich ist es das ihm zu wenig. Nicht 110, 270 im Pot und auch er steigt aus mit Bube 10. Ich hätte mir gewünscht, Bube 10 am Button, das wäre interessanter geworden. Ich denke, da wäre der Call sicherlich vom Manfred gekommen. Ist da für den Ausgang der Hand so viel Unterschied? Also Bube 10 oder 7-6, also denken wir mal, die Connector haben ja immer, also auch gegen die beste Starthand, so ein Potenzial von etwas über 20%, ne? Ja, also ich glaube 23% hat Bube 10, also 8, 8, 9, 9, 10. Also irgendwas um ein bisschen über 20% Potenzial, um die Asse zu knacken. So meldet man sich für Turnier oder Cash Game im Kings. Gehst einfach ins Kings Casino, hinein in die Poker Arena und direkt auf den Pit zu, Peter. Und dort Floorman. Nichts übersehen, da kannst du dich direkt anmelden. Heute das Turnier im Casino-Bereich. Gehst einfach hinein und rechts an der Kasse kannst du dir das Ticket sichern und dann gehst du zum Turnierleiter und der gibt dir Platz. Interessieren, wie sehr unsere Zuhörer und Zuschauer hier aufpassen, weil wir ja eben gerade von den Prozenten gesprochen haben. Bube 10 und die Asse ungefähr so um die 23%. Aber zu welche, ist richtig. Genau. Welche Hand ist denn wirklich die beste gegen die Asse? Tja, schreibt uns im Chat, was ist die beste Hand gegen Asse? Preflop. Was ist die beste Hand? Also mir liegt es ja auf der Zunge, ich weiß gar nicht, ob ich das, darf ich das sagen? Ja, wir wollen ja erstmal gucken jetzt, ob noch jemand wach ist und vielleicht auch wirklich jemand uns dann die richtige Antwort schreibt. Oh, die Zuschauer sind mit Sicherheit bei, aber das ist natürlich so eine Sache, also was ist die beste Hand gegen Asse, also prozentuale Wahrscheinlichkeit sollte das ganze Preflop unterwegs sein. Was ist die beste Hand, die man gegen Asse spielen kann, wenn es denn Preflop erstmal um die Entscheidung geht, das überhaupt zu machen? Prozentual, die Experten sind gefragt. Jetzt Bube 9 gegen Ass 10. Beide verfehlen den Flop. Daniels in Chat. 7 Under sollte Conti betten und dann an der Stelle schon das klar machen. Er checkt auch nur. Klappt nicht so ganz mit unseren Voraussagen. Check, check, aber was ist jetzt das gepairte Board? Was willst du da machen? Jetzt kommt die Dame, check, check. Also jetzt checkst du es halt durch mit irgendwas. Wundert mich, dass er da zweimal die Freikarte gibt. Ja, aber das reicht trotzdem. Durchaus ja normal. Ich meine, du 3, 4, 7, warum nicht da was anspielen? Ich meine, okay, natürlich Straße, wenn man das gegen eventuell Straßen drauf willst, ist dann nicht hochjagen. Also, die ersten Tipps. Also Jack 10 suited oder 6, 5 suited sind hier die besten Hände, die vorgeschlagen werden. Carlo 8, 9 suited. Sven, du bist Experte, was ist es? Ich glaube, es ist 9-10 suited, aber... Es ist tatsächlich 5-6 suited. Tatsächlich 5-6 suited. 5-6 suited hat die besten Prozente gegen die Asse. Minimaler Unterschied zu den anderen, weil einfach auch die Straßenoptionen da etwas anders sind. Tim Axel, Paar Asse. Ja, das stimmt so nicht ganz, weil dann geht das ja auch Spit raus. Geht ja um die Frage, wie mit welchen Prozenten kannst du da gewinnen. Also ein bisschen über 20%, 6, 5 suited. Bisschen über 20%. Ich glaube, also zwischen 23 und 24%. Jack 10 hat vielleicht ein Prozent weniger, ist marginal, aber tatsächlich 5, 6 gibt es einige Kombinationen, die da halt mehr vorhanden sind, um die Asse zu schlagen. Und woher kommt's? Also du hast selber Straßenoptionen, du kannst durch die Suited, das ist ja die Voraussetzung, dass Suited ist, Flush Optionen bilden, also du kannst auch zwei Paar bekommen, die dann nachher die Asse rasieren und vor allen Dingen du hast selber die Option und blockst eventuell Straßen. Genau. Also dass die Asse gar keine Straße bilden können mit 2, 3, 4, 5. Teilweise bei 5, 6 blockst du die Straße für die Asse, die kleine Straße, die machen könnten und umgekehrt ist es so, dass die Asse dir vielleicht auch die Straße bei Bube 10 dann blocken, dass dann
die Asse tatsächlich vielleicht auch die Straße machen oder, also da fehlen dann die Outs teilweise und das sind marginale Sachen, aber 5-6 ist dann tatsächlich vorn. Ja, geht nur um die Suited, also 6-5 Suited, das ist die Hand, die am stärksten ist gegen Asse, so komisch ich das anhören mag, aber da hast du die besten Prozentzahlen, um eventuell gegen die Asse zu bestehen. Und mit 7-2 im Straddle, da hast du, sagen wir mal, relativ wenig Aussichten, die Hand zu überstehen. Aber Danielson, bist ja, du denn? Das 7-2-Spiel gibt es ja überraschenderweise eigentlich nicht. Nee, haben sie sich nicht darauf verständigt. Normalerweise gibt es das ja immer irgendwie, also wenn du eine Hand mit 7-2 gewinnen solltest, dass dir die anderen da entweder noch Geld geben oder du irgendwas als Special bekommst beim Cash Game. Ich muss gestehen, bei Cash Kings habe ich das 7-2-Spiel noch nicht gesehen. Hat es hier schon gegeben bei Cash Kings, ja. Sollten wir auf jeden Fall mal die nächsten Wochen nochmal mehrfach anregen. Ja. Nee, Carlo schreibt hier nochmal, bei 8-9 suited nimmt das Ass doch kein Out. Nee, darum geht's gar nicht, sondern es geht um den Umstand, dass du mit 5-6 dem Ass die Möglichkeit nimmst, eine Straße zu bauen, also 2, 3, 4, 5, dann hättest du ja mit der 6 die höhere Straße. Das heißt also, darum geht es, deshalb blockst du das weg und hast dadurch etwas minimal prozentual. Bei 8-9 ist das Beispiel ganz einfach. Wenn auf dem Board 10 Bube, Dame, König ist, dann haben beide die Straße, das Ass die höhere Straße. Ja, genau, da geht es dann genau in die andere Richtung. Deshalb eben halt diese 5-6-Konstellation. Und jetzt eine schöne Konstellation vom Start her weg, also 7 under Set gefloppt. Leider keiner was bekommen, wir hoffen darauf. Und jetzt der Poker, naja, und das ist schade, schade, schade. Er kriegt keine Kundschaft, da kann er machen, was er will. Der Big schaut natürlich da aus und auch der Amudi wird da nicht mehr bezahlen. Und Miami Guy bleibt vielleicht mit dem Ass dabei, weil er denkt, ach hey, da kann ich was machen. Aber Pik 4 nimmt natürlich völlig die Action raus und check und ja, kann es nicht checken natürlich. Machen wir auch noch eine kleine Bet rein, 20, 20, 25 Eier. 50, okay, wird er nicht bezahlen, der Miami. Also, nicht mal aus Spaß, schade. Ich finde, das tut als Pokerspieler beim Zugucken schon ein bisschen weh, wenn so eine schöne Hand so verschwendet wird eigentlich. Kein Gegner, ja. Nichts zu machen. Schade. Und ein Pot von 120 Euro mit dem Vierling. Ja, hast eine riesen Hand und kriegst aber kein Geld zusammen. Kennen wir alle, mit Sicherheit. Ne? Kennen wir alle. So, wir machen eine Pause wieder. Tja, und wir machen eine richtige Pause. Das heißt, wir sind weg. Der heutige Abend bei Cash Kings beendet. Aber es wird natürlich weiter aufgezeichnet. Der große Gewinner hier im Moment bei uns ist Il Presidente mit über 1500 Euro. Danielson im Brand 2K hinten. 7 Under hinten. Miami Guy und so weiter. Leute, bleibt uns treu. Nächstes Wochenende sind wir wieder für euch da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure vielen Kommentare im Chat und denkt dran, Just Poker kommende Woche im Kings, noch ein paar andere Highlights, besucht uns pokerroomkings.com. Mein Name ist Gunter Sossner, ja, an meiner Seite Sven, DJ Babylon, danke, das war's von unserer Seite, tschüss, schönen Abend, bis zum nächsten Mal.